Wann kommt Chaka Downey? Das wird auf jeden Fall demnächst angekündigt. Komm auf den Discord, bist du bestimmt schon, wenn du schon 4 Monate gesappt hast und dann wirst du es mitbringen. Warum rede ich eigentlich so schnell? Ich rede sehr schnell heute. Liegt daran, dass wir heute schon gestern die Geisterbahn aufgenommen haben und ich deswegen sehr im Redefluss bin. Hallo YouTube! YouTube, bevor es losgeht, kleine Grafik möchte ich euch zeigen aus der Community. Ich werde die ersten Minuten jetzt widmen, ein kleines bisschen, ja, sozusagen Community News. Ja, ich versuche das jetzt alle paar Videos auch mal zu machen, dass ihr vielleicht auch mal einen Einblick bekommt, was so auf dem Discord-Server bei mir abgeht und so. Und zum Beispiel habt ihr bestimmt schon in den letzten Videos gesehen, ab und zu mal fiel der Name durch Subs oder Donations oder was auch immer. Der Kalle vom Dach hat eine Grafik gemacht, die habe ich heute eingesetzt beim Stream als quasi Wartescreen. Und ich möchte euch diese Grafik jetzt auch zeigen, denn die kriegt ihr sonst auf YouTube nicht mit, weil die Wartestream-Grafik natürlich bei YouTube nicht zu sehen ist. Und die sehen wir hier. An dieser Stelle nochmal einen großen Dank an Kalle. Ich finde das sehr schön gelungen, wenn man auf die Details achtet. Hier unten haben wir die African. Ihr wisst schon Bescheid. Okay, sorry, das ist jetzt gerade nervig. Das war nervig. Aber sehr schön. Gut gefotoshoppt auch. Also, ich als alter Grafiker muss sagen, da hat einer auf jeden Fall Ahnung von Photoshop. Ich finde die Köpfe. Manche Leute machen ja, oder oft machen Leute den Fehler, ganz kurz, dass sie quasi beim Gesichtsphotoshoppen die Proportionen nicht gut hinkriegen. Der Kopf ist zu groß entweder oder das Gesicht passt nicht drauf, aber guckt euch das mal an. Das hat er gut gemacht. Das passt immer wie Faust auf Auge. Hier extra oben links ist der Hals wahrscheinlich so krass, oder? Oder ist das einfach nur Sergio Ramos? Naja, auf jeden Fall an dieser Stelle vielen Dank nochmal. Sowas ist cool. Letztes Mal hat auch, wenn wir schon dabei sind, hat der Sympath aus der Community hat ein Bild beigestellt. Das kann ich euch hier an dieser Stelle auch mal zeigen. Ne, der Kalle, der hat übrigens die richtigen Proportionen an sich gehalten, ne, will aber jetzt nicht motzen. Das habe ich jetzt hier ein bisschen verfeinert mit ein paar Emotes, immer so im Wartescreen, den kann ich mal ausblenden, aber das auch mal, wollte ich auch mal gezeigt haben, vom Sympath, auch auf dem Discord zugeschickt worden. Finde ich sehr schön. Sekiro Donnie never dies und dann unten, ne, wenn man auf das Kleingedrückte unten links achtet, dann sieht man den Gag. So, ja, ich sitze weiterhin im Bundestag, vertrete hier die Rechte aller Leute, die nicht parieren können. Und nee, wir fangen jetzt an, wir gehen mal direkt rein und ja, also nochmal vielen Dank an diese aktive Community und vielen Dank auch an alle, auch an die Leute, die sich kritisch geäußert haben, denn im Endeffekt gehe ich davon aus, ihr meint das nicht böse, sondern ihr wollt mich ja auch besser machen. Es war einiges an Kommentaren, es gab einige Kommentare auf dem letzten Video, die bezüglich Sekiro und glaubt mir Leute, heute ist glaube ich die Folge. Heute ist die Folge, wenn nicht heute, wenn dann die nächste spätestens, wo es Klick machen muss, Leute. Ich bin noch so, dass ich Bock habe und ich bin heute, glaube ich, so motiviert wie lange nicht mehr bei Sekiro. Ich war gerade, das habt ihr jetzt auf YouTube nicht gesehen, gerade nochmal extra eine halbe Stunde früher den Stream angeworfen. Wir haben gerade noch ein bisschen trainiert bei dem Schwertdude. Wir sind jetzt auch im Dorf und da wollen wir jetzt direkt mal reingehen, denn das war auch eine Sache, die oft angemerkt wurde, ist, dass ich ein sehr wichtiges Upgrade mir noch nicht geholt habe. Das ist der Mikiri Parry, oder wie heißt der? Und generell, es gab wirklich viele Sachen, die hilfreich waren. Es war fast schon ein bisschen zu viel an einigen Stellen, damit also dass ich mir das merken kann. Deswegen sei an dieser Stelle gesagt, habt ein bisschen Nachsicht, wenn ich nicht jeden einzelnen Kommentar beherzige. Aber ich habe auf jeden Fall das Video von Trant angeguckt. Das wurde mir ein paar Mal empfohlen. Grüße auch an den guten alten Trant, mit dem ich immer sehr, sehr gerne Sachen zusammen gemacht habe bei Rocket Beans. Ein sehr sympathischer und sehr witziger Mann, muss man dazu sagen. Ich glaube, das kommt nicht immer so richtig rüber, weil er ist so ein bisschen schüchtern, aber ich glaube, es kommt schon rüber, doch, aber ich glaube, er weiß gar nicht selber, wie witzig er ist. Er ist ein sehr, sehr guter. Genau, und da habe ich sein Video geguckt und das war sehr hilfreich tatsächlich. Und da wurde halt gesagt, also Sachen, auf die ich achten möchte heute ist, und sorry für das lange Vorgeplänke, aber da müssen wir jetzt kurz durch, weil es gab wirklich so viel Feedback und ich kann jetzt nicht einfach blind loslegen. Also, eine Sache, auf die ich unbedingt heute achten möchte, drei Sachen. Erste Sache ist Stealth. Vielmals wurde gesagt, Donny, das ist ein Stealth-Game. Gebe ich zu. Aber, nee, ich werde mich gar nicht rechtfertigen, nein. Nee, nicht rechtfertigen, ich gebe einfach zu, habe ich so nicht wahrgenommen, aber es macht Sinn. Werde ich jetzt ein bisschen mehr versuchen einzubringen. Oh, fast gerechtfertigt. Ah, Handbremse gezogen. Wieder rückwärts den Berg hoch. Zweite Sache ist, oben rechts die Leiste. Da, ich habe die zwar immer noch nicht genau verstanden, aber ich habe jetzt den Hinweis bekommen, wenn die langsam voll ist, dann lieber nicht in den Bosskampf gehen, sondern lieber vielleicht ein bisschen farmen, bis man wieder eine Stufe hat, weil dann hat man die im Sack sozusagen und verliert ja das dann nicht.
Ne? Und dann kann ich das nachher ausgeben. Die dritte Sache ist, auf die ich achten will, ist, dass ich bewusst für mich wirklich mich zwinge dazu, nicht die Rollentaste zu nehmen. Also hier das hier. Ihr habt es ja bestimmt gesehen. Ich mache das einfach aus Reflex durch so viele Stunden Dark Souls. Es ist wahnsinnig schwierig. Das ist einfach, nennt man Muscle Memory. Das muss man bewusst versuchen abzutrainieren. Und das sind Sachen, die auf sich. Und ich möchte noch ein bisschen mehr mit dem Ranziehen machen. Und das letzte, jetzt haben wir doch fünf Sachen. Upgraden. Habe ich wohl nie gemacht. Kann ich auch ein bisschen verstehen, dass man sich darüber aufregt, weil ganz ehrlich, der eine hat den Vergleich gezogen. Ja, Donny, stell mal vor, jemand spielt Dark Souls und stirbt die ganze Zeit, aber gibt nie seine Seelen aus. Und das hat bei mir echt Klick gemacht, so ein bisschen da. Das stimmt. Ja, aber es ist halt auch einfach alles ein bisschen schwer zu verstehen. Aber wo gehe ich jetzt? Ich wollte diese Seelen poppen. Das mache ich jetzt. So. Sozusagen. Also diesen Geldbeutel ausgeben. Das mache ich jetzt. Wie viel hatten einen schwerer? Nein, ich mache mal einen schweren. Nee, ich gebe noch nicht aus. Warte, ich gucke mir erstmal an, wie viel eigentlich was kostet. So, die Alte ist jetzt hier drin. Und das wollte ich auch noch sagen. Wichtig, ich werde die Sachen überspringen jetzt langsam im Dorf. Ich habe den Anschluss verloren an die Handlung. Es tut mir leid, ich weiß, ich habe am Anfang gesagt, ich werde darauf achten. Leute, aber ich tue mich damit schwer. Ich habe keinen Bock, das zu lesen. Ich bin ehrlich. Ich bin da raus bei der Handlung. Ich weiß, es ist schade. Es tut mir leid. Aber ich habe schon so viel jetzt davon verloren, weil ich es nicht gelesen habe. Ich weiß nicht, worüber die labern. Ich will einfach das Spiel spielen, okay? Damit müsst ihr jetzt einfach klarkommen. Es tut mir leid. Aber es tut mir eigentlich nicht leid. Aber ich weiß nicht, worüber die labern die ganze Zeit. Irgendwas mit Drachenfäule und irgendwelche kryptischen Scheiß. Ich habe da nicht aufgepasst. Ich will jetzt einfach diese scheiß Bosse wegnachen und ballern. Ich gebe dir jetzt Kürbissamen. Du hast keine Kürbissamen. Ja, geil. Warum habe ich keine Kürbissamen? Okay, weil ich natürlich nichts habe, weil ich... Kürbissamen sind oben rechts. Jetzt geht schon los. Fähigkeitenpunkte sind nein. Kürbissamen sind. Genau, Mikiri-Konter. Den will ich noch holen, aber wo hole ich den? Könnt ihr sagen. Es ist okay, wenn ihr das jetzt sagt im Chat. Wo? Irgendwas mit einer Statue muss ich irgendwo hin. An der Lampe. Ist das die Statue? Warum, ist die anders als andere? Kann ich das nicht bei jeder machen oder was? Die ist anders sozusagen, weil die im Dorf ist. Okay. Den brauche ich. Und das zwei. Ich brauche dafür zwei so Punkte. Fähigkeitenpunkte, ne? Das heißt, ich gehe jetzt farmen und hole mir das. Und das machen wir jetzt. Okay, Leute, es geht los. Also, ja, nochmal sorry für das sehr lange Vorgeplänkel und so, aber das muss jetzt einfach sein, damit wir einfach das nicht aufgeben, das Spiel. Ich will das weiter spielen und da ich musste mich jetzt einmal so ein bisschen mal sammeln und hier sagen, hey, pass auf, ich muss es nochmal trainieren, ich muss nochmal ins Dorf. Und was wir jetzt machen ist, ich werde jetzt, ohne zu reisen, an den Punkt versuchen zu kommen, an dem ich eigentlich schon war. Und ich werde das jetzt auch ein bisschen die Fresse halten und spielen und ich will versuchen sozusagen, jetzt einfach mehr darauf zu achten, ein bisschen stealthier zu spielen und in dem Zuge tun wir ja E-Punkte sammeln. Und dann gehe ich nochmal zurück zum Dorf, hole mir diesen Mikiri-Counter und dann ficken wir diesen Pferdemann vom Pferd runter. Ist es ein Deal? Ich glaube schon. Let's go! Das ist ja auch Training jetzt dann. Für mich. Ich muss ja auch ein bisschen Spaß dran haben an diesem Hüpfen und so. Das muss ja auch Bock machen. Guck mal. Oh ja, okay, der nicht. Den Dude, da brauchen wir nicht staten. Den mache ich einfach so. So, der gab jetzt 21. Das war, ist ja schon so ein Siebtel, würde ich jetzt mal schätzen. Boah, wie krass wäre, wenn es genau ein Siebtel wäre. Alter, IQ. Ich werde jetzt nicht so super staten, weil hier am Anfang sind die Gegner jetzt noch nicht so krass gut. Aber ich will schon gucken, dass ich jetzt mal ohne Hit sozusagen hier rauskomme. Kampf haben wir ja geübt. Farmen, farmen, farmen.
Habe übrigens die Kamera weiter hochgemacht, einfach weil ich doch immer irgendwie im Weg war von diesen ganzen Sachen da. Ich hoffe, es ist jetzt nicht allzu scheiße für euch. So. Das gehört auch alles zum Training. Ich will das ein bisschen gucken. Das muss mehr wie Atmen werden, auch so mit diesen Sachen, die es zur Verfügung gibt. Die Map, so dieses Ding. Okay, jetzt wurde ich ja eh schon gesehen. Ich hätte mich jetzt hier gerade gerne versteckt. Aber guck mal, den tue ich jetzt zum Beispiel schnell so machen. Ah, ich wollte gerade zuhauen, scheiße. Das war nicht so ganz so gut. Okay. Ja, suboptimal, sag ich mal. Und ich muss mich ja daran gewöhnen, das Geld immer einzusammeln. Das habe ich jetzt, glaube ich, beim Parkgegner schon wieder vergessen. Was war hier eigentlich? Habe ich auch nix. Okay. Aber ich glaube, das ist die beste Herangehensweise heute. Einfach nochmal reinkommen ins Spiel. Ein bisschen unaufgeregter. Sich mal ein bisschen daran gewöhnen. Und dann gehen wir den Reitertypen im First Try machen, Leute. Ich sag's euch. Haben die Hunde eigentlich auch Loot? Nee, ne? Wurde gesagt bei YouTube, die Hunde kannst du auch countern. Hab ich gemacht! Instagram weiß schon Bescheid. Ich hatte heute Mittag schon ein kleines Highlight gepostet. Das, wo ich letztes Mal den Controller weggeschmissen habe. Was geht nicht mit dem? Und hab gesagt, 19:30 geht's los. Wer da nicht kommt, ist selber schuld, sag ich mal. Aber ich habe keinen Swipe-Up gemacht, stimmt. So, hier war ich auch noch nicht, oder? Ah, nee, doch. Heute gibt's Hühnchen! Vielleicht fällt mir jetzt auch was auf beim zweiten Mal hier durchlaufen. Was ich vorher nicht gesehen habe. Zum Beispiel hier, habe ich hier eigentlich schon nachgeguckt? Was ist denn das für eine Tüte hier? Hä, sieht aus wie so eine McDonalds-Tüte. McDonalds-Tüte, feudal, Japan-Style. Ich würde gerne wissen, ob ich hier runterspringen kann und dann sozusagen mich da auch lange angeln kann. Sozusagen hintenrum. Aber ich glaube, ich will jetzt nicht sterben. So, jetzt machen wir mal diese ganze Gegend hier nochmals neu mit unseren neu erworbenen Skills. Und jetzt versuchen wir das mal einfach fehlerfrei zu machen. Das ist doch ein guter Einstieg heute in die Folge dann. Das ist zu jetzt? War das nicht immer offen? Oh ne, das war, glaube ich, in einem anderen Ding. Okay, jetzt den anderen. So, aber einer wird auf jeden Fall trotzdem jetzt getriggert, wenn ich jetzt den einen von oben mache. Weißt du, was ich mache? Ich probiere mal was aus hier. Vielleicht lieber da hinwerfen. Kann man das irgendwie zielen? Ach, scheiße. Ich rocke!
Gutes Einspielen, Leute. Ah, der Dicker, ey. Nein! Ja, okay. Bisschen schlampig. Bisschen schlampig, aber trotzdem. Ist gut fürs Einspielen, finde ich gerade. Ich glaube generell, ich gehe die Sachen besser an gerade. Ich gehe die, oder was heißt, ja doch besser. Eher wie das Spiel gemacht ist an. Und es war jetzt auch, ich meine, vorhin, letztes Mal haben wir da ewig gebraucht an der Stelle. Hey, sorry, ein paar Subs sind mir entgangen. Sandlerkönig Twitch, danke dir für deinen Sub, schon 3 Monate. Sprit, Berti und Wait18 sind wohl neu. Erster Sub, auf jeden Fall mit Prime, danke, danke. What's on Patrol? Sub dagelassen, Lushaila, 2 Monate, bester Mann, liebe Grüße, danke dir, liebe Grüße an dich, Pfiffgurke, 4 Monate schon, er sagt saufen. Bully, 1984, hat 2 Monate schon gesubbt, danke, Filthies, auch da, Hizzle Jizzle. Ah, da war ich schon, wann Trucker da nicht kommt, Mr. 10%, hat auch mit Prime gesubbt, vielen Dank. Okay, Leute, jetzt bin ich wieder, ich muss mich wieder konzentrieren. Wir haben jetzt schon fast einen Fähigkeitspunkt und wir brauchen 2 für den Mikiri-Counter. So, jetzt. Eins wurde mir auch gesagt oft, dass ich hier gar nicht so langsam anschleichen muss, sondern einfach nur ganz im Schleichmodus schnell laufen kann. Das ist auch ein super Hinweis gewesen, wer auch immer das war. You know who you are. Dankeschön. Ja, komm, euch bekämpfe ich einfach so. Ah, ne, da oben ist ja der Bazooka-Mann. Warte mal, ich gehe mal andersrum. Nehmen wir wohl das Geld noch mit. Ich glaube, an den kann ich auch irgendwie ranschleichen, wahrscheinlich, oder? Achso, der ist mir gefolgt. Oh! Es kommt schon langsam, Leute. Es kommt langsam. Ich habe euch gesagt, das macht jetzt bald Klick. Und wenn nicht, dann lasse ich das Spiel. Aber jetzt, wenn es so läuft wie gerade, Alter, da habe ich richtig Bock auf dieses Scheißspiel. Dann macht es auch Bock. Ich habe es nur zu sehr forciert, die letzten Folgen, dieses Klick macht. Ich lasse mich jetzt mal darauf ein. Das ist geil. War auch echt gut, das Feedback, dass es ein Stealth-Game ist. Ich brauche manchmal so was, solche Hinweise. Ich hätte es, glaube ich, nicht so sonst gecheckt. Ist halt From Software. Ich hätte halt nie gedacht, dass die ein Game machen, was so ein Schleichspiel ist. Okay, wir haben einen Fähigkeitspunkt. Und wir ballern noch einen. Wir machen vielleicht den Urga nochmal, oder? Der müsste ja jetzt bald kommen. Oh, hier kann ich vielleicht mal gucken, ob ich was übersehen habe. Hier gibt es ja auch noch ein paar Ecken. Guck mal. Kann man da rüber? An der Wand habe, dachte ich mir. Ja! Nice, oder? Okay, wird's belohnt? Gibt's hier was? Nee. Scheiße. Ah, ich dachte, es wäre cool, so ein geiler Geheimgang oder so. Ja, scheiße, hier ist nichts. RIP. Aber echt? Ich kann hier nichts machen. Ah, doch, okay, ich kann so zurück. Ah, das muss auch langsam, das ist gut. Das muss wie atmen werden, Leute. Die Umgebung nutzen. Ein Shinobi sein. Obi-Wan Shinobi. Oh, Sullivan Shinobi, Alter. Warum haben wir uns nicht schon längst so genannt? Welches Weizen ich am liebsten trinke? Schneider Nummer 7. Wieso? Danke dir für deinen Sub und du sagst, bester Stream. Das lese ich gerne, Mann. Vor allem auf meinem Stream. Ich gehe davon aus, dass du meinen Stream meinst, ne? Sollen wir rasten? Ja, ne? Wie so ein Rastermann.
Ja, wir rasten einfach. Warum nicht? Wir machen ja eh gerade so einspielen. Ups. Okay. Und sammelt man... Kann man die Punkte jetzt quasi ablegen? Nee, ne? Oder wir geben... Ich raste einfach mal und mach, damit ich oben zwei... Ne, warte mal. Wenn ich jetzt aber... Wenn ich jetzt sterbe, verliere ich dann auch die blaue 1? Das ist wichtig. Die 1 verliere ich nicht, ne? Die bleibt. Die habe ich mir quasi verdient schon. Die sind safe. Okay, das ist wichtig. Dann gehe ich einfach jetzt mal rein, ohne zu dingsen. Und wir machen mal ein paar... Und hier habe ich wohl auch, so haben viele gesagt, irgendwas hier scheine ich übersehen zu haben. Irgendwas hier. Auf dem Berg. Aber was? Da oben? Das? Ich zeige jetzt so, das sieht für euch natürlich anders aus. Irgendwo hat einer gesagt, dass ich hier was übersehen habe. Viele Leute haben es gesagt. Da unten vielleicht? Oh, da ist ein Shiny, da gehe ich erstmal hin direkt. Ich habe ein Shiny da gesehen, deswegen gehe ich da lang. Au! Haha! Gut, dass wir gerastet sind. Allaridaho! Da will ich hin, da, okay, das war nicht so gut gerade. Weiter geht's, Hühnchen! So, ich weiß jetzt schon. Hier, da habe ich nämlich ein Shiny gesehen. Ich habe es quasi, also mehr oder weniger selber gemerkt. Wollte ich nur mal anmerken, ne? Eigentlich nicht. Und zwar... Dahin will ich. Kann man da... Guck mal. Ein Shinobi hat keine Angst. Ein Shinobi fliegt einfach los. Hä, was? Ich hab... das war angezeigt, dass ich dingsen kann. Ab wie vielen Fällen ist man tot? Ich tu mal lieber hier die Möhrchen. Diesmal ein bisschen langsamer vielleicht. Hier, das hat, wurde mir eigentlich als grün angezeigt. Aber was ist das? Das ist zum Schwingen oder so, oder was? Das ist ein anderes Zeichen. Hä? Das check ich nicht. Was ist das? Das wurde einem auch noch nicht gesagt. Das ist nämlich, der Gegner ist auch so. Der hat auch dieses Zeichen. Learning by doing, Leute. Ich dachte, jetzt spieße ich mir die Eier auf, da ehrlich gesagt, bei dem Ding. Ich gehe doch mal andersrum. Okay, vielleicht hier so lang. Geht's ja voll noch... Ne, da kam ich ja her. Okay. Vielleicht... Da unten? Ach, guck mal. Da ist doch auch was. Das suche ich mir. Ja, nice. Ne. Mibu Eigentumballon. Ich lese es mal im Kopf. Ihr könnt es ja so lesen, weil sonst, wenn ich es vorlese, vergesse ich wieder den Inhalt, weil ich dann im Stream-Modus bin. Check ich nicht. Sag ich ehrlich. Sag ich ehrlich. Mehr Loot. Ach, könnte schon einfach dastehen, oder? Nimm das, kriegst du mehr Scheiß. Nochmal einen, okay. Aber jetzt, da kann ich jetzt ganz viel Shinies. Guck mal, jetzt bin ich da. Und wie mache ich das? Okay, jetzt kann man nur einmal dran. Man kann da nicht sozusagen hoch, wenn das das Zeichen ist. Eisenschrott. Es wird häufig zu verstehen. Okay, also das gebe ich, glaube ich, dem Prothesenmann im Dorf wahrscheinlich. Ist das sowas wie Glut? Oder ein Titanite Shard oder sowas? Okay, hier war aber jetzt... Ich habe auf jeden Fall den Shiny geholt, den ich holen wollte. Und jetzt ist hier erstmal nichts. Aber das meintet ihr gar nicht, ne? Mit dem Bereich, den ich nicht gesehen habe. Ich meinte da irgendwas von Händler gelesen zu haben. Kann ich jetzt springen und dann... Ah, ich habe es einfach mal versucht. Aber ich wette, das haben einige schon gemacht. Da, was ich gerade gemacht habe, sozusagen. Springen und dann einfach auf gut Glück versuchen, R2 zu drücken, ob man irgendwo... Achso, ich bin ganz gestorben? Warum? Weil ich runtergefallen bin, natürlich. Ah, okay, das war dumm. Ja. Aber das ist alles, das ist gut. Das ist alles gerade Learning, Leute. Das hätte ich schon in der ersten Folge machen können. Müssen vielleicht sogar. HP war zu low, okay. Irgendwas in der Richtung. Ich will es noch nicht in den Chat gucken, ich will mal selber gucken. Ich gucke mir einmal nochmal hier um. Irgendwas habe ich hier übersehen. In der Richtung, glaube ich. Vielleicht kann man doch irgendwo hier mit dem Dings ran und ich habe es nicht... Aber ich sehe keinen Anknüpfpunkt. Da ist der Bazooka-Man.
ich habe Déjà-vu. Das habe ich mir alles schon mal angeguckt, aber da war ich auch nicht schlau. Aber offensichtlich habe ich ja irgendwas vergessen. Laut dem Feedback der Leute. Ja, ja, genau. Man without shoes, da bin ich bei dir. Ja, da müssen wir nachher nochmal zurückkommen. Ich war gerade so schön eingespielt. Lass mal nicht vom Plan abbringen, kurz abweichen. Ich habe gesagt, einspielen, farmen, damit wir zwei Fähigkeitsdinger haben. Oder wie heißen das? Zwei Fähigkeitspunkte, damit wir das Mikiri-Counter holen können. Und dann machen wir den Pferdemann, ja? Das ist doch eine gute Idee. Und nachher gucke ich da mal mit Backseat Gaming, was hier ich eigentlich, weil ich will das jetzt mal wissen. Oder ich google es halt. Aber irgendwas habe ich auf jeden Fall übersehen wohl. Kam meine Donation nicht an. Bomb sei bei, ich guck gleich nach. Werde ich hier den kille? So, das muss jetzt irgendwie... Doch, 16,90 Euro. Ehrenmann, 14... ah! Bombs, nein, nicht schlecht. Er hat 16,90 Euro gespendet. Vielen lieben Dank. Er schreibt dazu, Ehrenmann, 14,20 Euro plus 19% Steuern. Donation Soundcheck. Ja, hat irgendwie nicht, ich hab's wirklich nicht wahrgenommen. Ich weiß nicht, was da los ist. Verzeiht mir bitte, irgendwas ist schon seit geraumer Zeit im Argen mit dem Donation Sound. Keine Ahnung, ich muss mich da mal drum kümmern. Ich danke trotzdem. Aber ich krieg's immer trotzdem ein bisschen mit, ich habe ja noch so ein anderes Overlay, ich gucke da eh mal wieder drauf. Danke fürs Hinweisen trotzdem. Also vielen lieben Dank und danke für die Steuern. Die ich übrigens wiederum ja auch wieder, also ich muss jetzt die 16, weißt du, ich meine, es geht immer so weiter. Okay, und jetzt machen wir Folgendes. Wir farmen einmal nochmal diesen kompletten Bereich hier ab. Mit unseren, jetzt ich sag mal, neu erworbenen Skills bzw. Verständnis fürs Spiel. Ist doch ganz einfach hier eigentlich, ey. Ich lass die aber erstmal jetzt hier machen. Nehmen wir die Kohle. Ich muss öfter die Kohle einsammeln, ey. Okay. Handvoll Asche wird jetzt auch so angezeigt da. Ich weiß nicht, was das genau bringen soll, aber... Kann die mache ich kurz isoliert. Ist doch easy. Der kann nix. Sehr gut. Ja, jetzt musste ich ausweichen. Das war natürlich, hat er ein bisschen Glück gehabt, der Zack hier. Aber das Gute ist, wir machen viele Todesstöße. Das ist ja auch gut zum Farmen für... Ne, das haben wir eh voll unten, unsere beiden Dinger. Ja, ich lerne. Ich glaube, es ist die Folge, wo ich lerne. Die Lernfolge. Die Lernfolge. Das ist die Lernfolge. Ich will es den Leuten ja auch beweisen. Ich will wie Phönix aus der Asche steigen. Aus der Kritik. Ja, es gibt Leute, die lassen sich unterbringen. Die sind dann schlecht drauf. Die nehmen das zu Herzen. Tue ich normalerweise auch. Aber ich dachte mir, heute habe ich mir selber so eine Ohrfeige gegeben. Nein! Heute zeigst du es den Leuten. Strengst dich mal an jetzt und spielst es einfach ordentlich. Muss das sein, Leute? Ich sag euch, ihr kriegt hier Lebensweisheiten mit denen man nichts anfangen kann. So, alle weg. Jetzt hier anschleichen. Und vielleicht nicht unbedingt. Wo ist denn der Dicke? Der Deck ist irgendwo anders gerade. Ah ne, ist der... Ach, das ist ein Eimer-Boss? Ist das ein Eimer-Boss? Ne, der ist irgendwo einfach unterwegs noch, ne? Oder yo, kein Respawn. Okay, danke. Alles klar, gut zu wissen. Gut, wir müssen aber noch irgendwo farmen, Leute. Okay, wir gehen wieder an der Schlange vorbei. Das hat ja die Leute getriggert, wie ich mit der Schlange umgegangen bin. Meine Güte, das hätte... Das haben die Leute überhaupt nicht gemocht. Weißt du was? Scheiß drauf. Schlange in meine Hose. Und du nicht. Rasten. Weiter. Obwohl, hier gibt's nichts zu farmen. Ja, ah, bringt nichts, da nochmal dran vorbeizugehen, weil ich will ja eigentlich jetzt farmen. Ich muss nochmal eins, zwei. Das bringt ja echt nichts, ne? Da ist ja nichts. Ein bisschen muss ich noch farmen, Leute. Also das habe ich jetzt gemacht. Dann war ich da. Und da muss ich... Dann reise ich einfach darüber ans
Burgtor. Das ist ja nur diese Stelle mit der Schlange. Ja, Katja sowieso. Da muss man drauf scheißen, ja, aber... alles gut, Leute. So, ich gehe jetzt nochmal in diesen ganzen Tempel rein, mach alle platt. Da müsste ich, glaube ich, genug Fähigkeitspunkte haben, oder? Dumme Frage. Fähigkeitspunkte sind die Dinger, die ich einsammle. Wie heißen aber diese 1 oben? Wie heißt das? Das muss ich alles mal jetzt langsam so ein bisschen verinnerlichen, weil sonst kriege ich das nicht hin. Fähigkeitspunkte sind die kleinen. Wie heißt denn die 1? Ist das dann, hat das dann auch einen Namen? Fähigkeit, irgendwas. Ja, aber die kleinen heißen auch so. Also hier unten die 200, da, die unten die 204, das sind Fähigkeitspunkte. Aber ich meine die 1 dahinter, die eine 1. Hat das dann eine besondere... Man checkt nicht, was ich meine, ne? Na, ist auch egal. Vielleicht, aber vielleicht ist es nicht egal. Vielleicht muss ich es wissen, tatsächlich. Was ist das Gelbe? Warum? Ach, wegen Lauschen, okay. Okay, warte. Shinobi-Style, wieder abhauen hier. Ist mir jetzt ein bisschen zu heikel. Ich hol mir noch das Geld. Hier ist echt scheiße gemacht mit dem... Da habe ich auch einen Tipp bekommen. Übrigens, Grüße gehen raus an Zottel, glaube ich, was? Da muss man einfach nicht immer auf den Punkt achten und einfach mal versuchen. Aber hier finde ich, die Ecke ist wirklich schwierig. Da triggert mein Dings irgendwo. Ein Fähigkeitspunkt. Ich sehe schon, die Diskussion geht. Ja, aber. Sorry, das nervt gerade kurz, das weiß. Aber guck mal, unten, ganz unten. Ah, nee. Fähigkeitspunkt in. Aber wie heißen denn die Dinger dann? Sorry, mein Gehirn funktioniert einfach so. Ich muss es wissen. Wieso? Die 222, was sind das? XP. Erfahrungspunkte, okay. Sorry, ich muss solche Sachen verstehen. Das ist sonst einfach bei mir im Hinterkopf nicht zu verstehen. Erfahrungspunkte sammeln machen wir gerade. Also wir farmen gerade Erfahrungspunkte, aber damit ja auch Fähigkeitspunkte. Gut. So, stirb. Dann gehe ich jetzt da oben lang, weil der ist, da ist einer alleine, ne? Und immer schön mit Todesstoß machen, ne? Weil das gibt mehr Fähigkeiten. Kann man hier was machen? Nee. Aber irgendwann vielleicht. Weil das gibt ja mehr Punkte, ne? Wenn ich die mit Todesstoß mache. Mehr Erfahrungspunkte. Dahinter ist der Pferdemann. Hm, aber jetzt bräuchte ich schon noch einiges mehr, damit ich den Mikiri-Counter kaufen kann. Was haben du denn da? Wenn der Kuchen schwitzt, hat die Krümelpause, ja, das ist wichtig. Hm, wie kann man hier schleichig sein? Hm, die sind eh zu zweit, aber dann werden die anderen getriggert. Ich will das noch ein bisschen üben, tatsächlich, so dieses Stealthige. Bringt mir dann vielleicht für zukünftige Areale ein bisschen was so zu verinnerlichen, wie man so... Dass ich vielleicht mein Denken umschalte, dass ich generell versuche, die Sache Stealthy anzugehen. Ich hätte natürlich jetzt auch da reinhüpfen können. Aber ich glaube, ich mache erst den da. Die sehen mich, wenn ich da oben bin. Ich hätte jetzt irgendwie... Ich wollte gerne irgendwo anankern. Ah, der hat mich schon gesehen da unten, ne? Ne, gut. Wieso ist hier kein Ankerpunkt? Ich will einen Ankerpunkt. Ich gehe jetzt nochmal ganz oben. Mit Geduld muss man spielen. Das ist der Shinobi Way, Leute. Ihr versteht das nicht, aber ihr seid auch kein Shinobi. Oh. Ja, jetzt langsam wird's mir zu blöd. Warum gehen die immer dahin, wo ich gerade lang gelangt? Ah. Ich weiß nicht, von welcher Seite ich hier kommen soll damit. Die Wache kann ich jetzt machen da, guck mal. Shinobi-Style. Jetzt habe ich es abgewartet. Da ist noch einer drin, den mache ich den zuerst. Ups. Das war knapp. Ah nein, hat, den Alarm, hat er schon Alarm gemacht? Nee, ne? Na gut, komm, jetzt ist egal. Oh, der läuft aber lang. Ja, ich hab das gemacht, Leute. Fortschritt. Ich hab daran gedacht.
Am Training, vom Training von vorhin. Bin nicht weggerollt. Bin hoch. Yes! Yes! Ah, da wollte ich parieren. Geht das nicht? Doch. Ah, Guard wollte ich weg. Fuck. Jetzt aufpassen, ich darf die Fähigkeitspunkte nicht verlieren. Jetzt habe ich den doch. Ja, Mann, okay, fast. Er hat mich nur zweimal getroffen, war schon okay. Der müsste jetzt ein paar Punkte geben, oder? 38, ja gut, der gibt ja nur... Hä, ja, der gibt ja nur... 17 mehr als normale Gegner, okay. Aber das, es geht gerade, es ist alles Tutorial quasi für mich. Das ist jetzt einfach nochmal reinkommen, ein erneutes Versuchen, hier mal das Spiel zu checken. Und ich glaube, wir haben schon gut Fortschritte gemacht. Wie kann ich jetzt noch den Rest farmen? Oder ich mache halt knallhart jetzt. Nee, jetzt. Jetzt langsam! Ah, Leute, ich wollte gerade sagen, pass auf, das ist jetzt der Moment, wo es einen Miniklick gemacht hat. Ich weiß, viele von euch da draußen denken so, hä, ist der dumm, ist doch normal. Nein, nein, ich denke anders als ihr. Ich hab gerade, wollte ich sagen, ja geil, ey, oder lass doch mal jetzt zum Boss gehen, versuchen, first try. Aber nein, ich bin schon mal gestorben, dann gehen die Punkte weg. Habe ich mich gerade daran erinnert. So nämlich. Das ist Lernen. Ich raste nochmal und gehe dann mal dahin. Ja, ist eine gute Idee. Wo war nochmal der... Das Ding ins... Homeward Bone gibt's nicht, oder? Wie heißt denn das? Habe ich da sowas? Heimkehrfigur, aber ich habe keine. Doch, ich habe einen. Ich will es mal ausprobieren. Ich habe es eh noch nicht gemacht. Das kann man auch mal machen. Lädt sich das wieder auf oder so? Ja, und an alle, die jetzt so zynisch sowas sagen jetzt gerade wie so, wow, wow, toll, gratuliere, dass du drauf kommst. Ganz ehrlich. Halt die Schnauze. Einfach ein ehrliches Halt die Schnauze. So, also. Gebetsperren fehlen mir auch noch eine. Ja, hier schon eine. Erstmal rasten, wichtig. Und einmal nochmal rein. Oder einmal nochmal alle Gegner, das müsste reichen, damit wir zwei Fähigkeitspunkte haben. Und dann geht's ab, Leute. Gehen wir mal den zuerst. Hat buchstäblich niemand gesagt. Doch, doch, es haben einige gesagt gerade. Doch, doch. Aber es ist all good, Leute. Wir haben hier Fun. Bananenkist. 5 Monate hat er hier schon Fun. Deswegen hat er nochmal gerestubbt. Und Sportlord auch. Donny, du geiler. Keep it up. The Shinobi way. Ja, I try. Dayraver 85 hat gesubbt, Leute. Dayraver. Der scheißt auf Tag-Nacht-Rhythmus. Der tut am Dayraven, Alter. Das ist der Dayraver. Das weiß man. Ah, ich wollte gerade ausweichen. Okay, ich muss hier weg. Scheiße. Ah, okay, jetzt werde ich schlampig gerade. Nicht schlampig werden, bitte. Gut, dass ich gerastet bin. Raster, Mann! Ah, ich muss den Dicken jetzt nicht nochmal machen. Der war zu viel Arbeit für zu wenig Erfahrungspunkte, muss ich sagen. Ich glaube, die paar anderen Dudes werden schon reichen, oder? So, hier noch jetzt schnell den da, von der Seite. Guck mal hier. Ah, Band, ah, 21 nur. Hm, wir müssen den Dicken doch machen. 38 gibt der. Wäre cool, wenn man eine Zahl sehen würde, wie viel es genau sind, oder? Ach komm, ich mach den schneller nochmal. Aber nur mit Parry, nur mit Parrys, okay? Nur Parrys, nicht wegrollen. Aua. Ich muss den anderen schnell machen, bevor ich das machen kann. Wie mache ich das am besten? Solche Szenen muss ich auch mal lernen. Auch schlecht. Das war gerade ungewohnt schlecht gerade.
Das gerade, das spiegelt nicht meinen Skill wieder, den ich bis jetzt hatte gerade, finde ich. Aber wir müssen jetzt aufpassen, dass wir die Punkte nicht verlieren. Weiter konzentriert, komm mal, wir haben jetzt gut angefangen heute, wir machen das jetzt gut zu Ende. Ja, der trifft mich hier oben, dein Ernst? Wow. Was ist denn jetzt los gerade? Ruhig bleiben. Ich will nur den loswerden. Okay, das ist ein Fehler von mir. Das check ich nicht. Das ist schlecht von mir. Das ist schlecht von mir. Das kann ich, das muss ich besser werden. Ich komme nicht klar immer damit, wenn zwei Gegner da sind und einer immer nur wartet. Und das muss ich besser machen. Da muss ich dann abhauen und die irgendwie neu sich... Minus 247. Aber das ist wichtig, was wir gerade machen, Leute. Merkt ihr, dass ich es jetzt echt checke mit den Punkten und so. Das ist gut. Glaubt mir, das ist auch gut für diesen Stream, weil da habe ich auch länger Bock auf das Spiel. Ich musste das erstmal verstehen. Die Experience Points sind weg, ja. Und da ich jetzt in der Nähe bin und jetzt zum Beispiel nur noch die Hälfte verlieren kann, würde ich tatsächlich jetzt einen Try probieren beim Boss. Weil ich einfach keine Lust gerade auf hier Dingsen habe. Ich glaube schon, dass ich mal gucken könnte, wie ich mich anstelle. Ich fühle es gerade, das Spiel. Ich müsste jetzt halt nochmal 100 von den Dudes machen, bis ich das jetzt schaffe. Oder was meint ihr? Wenn ich jetzt alle hier kille, kriege ich dann einen Fähigkeitenpunkt? Es reicht nicht. Niemals. Hör auf. Geh zum Boss. Wie ich es vorhin eingangs gesagt habe, dieses Spiel scheidet so krass die Geister. Turnbeutel Thorsten, danke dir für deinen Sub. Und ich habe auch noch nur eine Auferstehung. Leute, ich will's wissen. Ich will's wissen. Komm! Fick den Reiter jetzt. Die Parrys saßen heute gut. Mit neuem Verständnis hier an das Spiel ran. Ole! Gerade Count an. Kann es sein, dass ich die Fähigkeit noch nicht gelernt habe, dass ich quasi durch das Ranziehen in der Luft schon schlagen kann? Dass mir die fehlt? Das ist echt wichtig, weil das hat mir jemand. Das geht bei mir nicht. Ich kann beim Ranziehen nicht gleichzeitig. Und das brauche ich halt, ne? Das ist schon wichtig. Das ist ein bisschen nervig, dass ich das nicht habe. Ich versuch's mit Parry, komm an. Das geht nicht, doch, es geht nicht, ich schwör's euch. Hier, und jetzt drück in der Luft, warte. Okay, das ist natürlich krass. Ich drücke in der Luft dann R1. Das geht nicht. Ich schwör's euch. Jetzt! Ah, nee. Der ist so schwer zu countern, ey. Und der hat ja auch zwei Leben und so. Ey, der ist schon heftig, Mann. Vor allem mir fällt jetzt erst auf, wie heftig das ist, nachdem ich so ein bisschen mehr die Mechanik verstehe. Das mit dem Ranziehen verstehe ich nicht. Ich weiß, ihr versucht mir gerade zu helfen. Also wenn ich mit L2 mich da ranziehe und in der Luft R1 drücke, der normale Einschlag, passiert gar nichts. Ich habe jetzt alles schon versucht. Entweder vorher schon drücken, in der Luft spammen, warten, bis ich da bin, schlagen. Der zieht sich immer nur ran und bleibt dann stehen. Ich glaube, dafür braucht man Skills, habe ich auch vorhin gemeint. Aber einige im Chat meinten, doch, das kannst du. Deswegen bin ich manchmal verwirrt. Deswegen schaue ich jetzt einfach erstmal nicht mehr in den Chat, weil ihr bringt mich eher durcheinander gerade. Ich muss nochmal farmen gehen. Kann ich nicht so Punkte kaufen irgendwie? Aber langsam, ich habe jetzt keinen Bock, die ganze Zeit farmen zu gehen, damit ich Fähigkeitspunkte bekomme. Hm. Ich brauche den Mikiri-Kanal. Okay, es ist offiziell der Punkt angekommen, wo ich tatsächlich jetzt das Spiel so
viel besser verstanden habe als in den ersten drei Folgen, dass mich der Chat wirklich nur noch mehr durcheinander bringt. Weil Sachen, die ich schon verstanden habe, sind jetzt sozusagen, macht keinen Sinn mehr mit dem, was ich lese und andersrum und so. Wir müssen jetzt einfach dadurch, dass ich das jetzt irgendwie versuche, intuitiv rauszufinden, Leute. Weil es ist weird. Der eine sagt das und der andere sagt das komplette Gegenteil, direkt im nächsten Satz. Und nicht falsch verstehen, das ist jetzt kein Chat-Hate, Leute, alles ist gut, wir haben hier Spaß, ich will es nur kurz meine Sicht der Dinge geben, das bringt mich jetzt halt gerade durcheinander, ich bringe mir jetzt nichts. Und jetzt halt die Fresse, Donny, jetzt spielst du weiter, als Maulitz. Ich will nur mal kurz gucken, was denn was kostet hier. Das kann ich mir zum Beispiel flugparieren. Für den rheinischen Sauerbraten. Jetzt habe ich es verstanden mit dem Ding. Erstens, hier, wichtiger, gerade Donation kam rein von Woody Badehose, 50 Euro. Vielen, vielen Dank, Woody, für den rheinischen Sauerbraten. Wie kommst du denn da drauf? Wird daraus vielleicht gekauft. Danke, danke, danke. 50 Euro ist schon heftig. Vielen lieben Dank. Danke, Mann. So, jetzt... Sorry, Woody, aber ich muss konzentriert bleiben jetzt hier. Ist das das, was ich brauche? Gewährt die Shinobi kann Flug parieren, aber das ist parieren. Ich will Flug angreifen. Da, rennen und gleiten. Ich gucke aber gerade, wo das denn wäre. Unbekannte Kampfkunst, man sieht da nichts, ne? In der Luft, Flugabwehr, wenn ein feindlicher Angriff in der Luft trifft. Okay. Das ist doch mal hilfreich, Mr. Floppy. Hallo Donny, für den Boss brauchst du prinzipiell keine speziellen Technik. Parry und Schlagen reicht aus. Du könntest aber eine Erweiterung für deine Prothese holen, damit du das Pferd verschreckst, aber das wäre ein Bonus. Das ist doch mal eine klare Ansage. Vielen lieben Dank für diese Nachricht. Nicht damit will ich jetzt nicht sagen, dass alle anderen Nachrichten scheiße waren. Ihr wisst doch, wie es ist. Ich rechtfertige mich jetzt hier nicht, aber ich sag's nur, wie ich es wahrnehme. Vielleicht ist es auch nicht so, aber man sieht, man guckt halt rein und das ist oft so, dass so, kauf das! Und im nächsten Satz so, auf keinen Fall kaufen! Und dann ist man so, what? Ich gehe jetzt nicht mehr fucking farmen, aber ich habe prinzipiell das verstanden jetzt. Und das ist wichtig, glaube ich, für unsere weitere Reise, weil die wird weitergehen, ob ihr wollt oder nicht. So, rasten, reisen, Statue. So, das wurde oft gesagt, die gucke ich mir jetzt an. Alles gut, Leute, ich bin da für euch. Wo ist eine Statue? Hallo. Hier, meine Liebesperlen. Die mit ihren Glocken immer bei From Software. Sokoholika, danke dir für dein Prime. Frame Gaming hat auch nochmal einen Monat gesubbt. Dash unterstrich hat auch nochmal einen Sub da gelassen, danke. Was ist denn jetzt hier los? Hallöchen? Hi! Wo bin ich? Huhu! Havel! Huhu! Shiny? Weiß ich, Kügelchen tippig. Erstmal rasten. Oh, Leute. Bock-Level steigt. 3 Jahre zuvor. Ja, danke. Hab ich nicht gesehen, aber jetzt habe ich es gesehen. Danke euch. Fulgor als 101. 1, 2, Polizei. 3, 4, Guinadier. Habt ihr es auch immer nie verstanden, was er da sagt? Guinadier?
Grenadier. 1, 2, Polizei. 3, 4, Grenadier. Ich habe immer das einfach nur verschluckt. Ich wusste nicht, was er sagt. Was sagt ihr, Chat? Grenadier? Grenadier. Ah, es kuschelt schon wieder das Licht, weil das scheiß Licht schon wieder aus ist hier. Ich habe keine Batterie dafür. Ich muss das nochmal aufladen hier, die Scheiße. Vielleicht kriegen wir es ein bisschen so. Okay, gib mir mal eine Sekunde. Ich muss mir was zu trinken holen. Dann gehen wir da jetzt rein. Ich war gemutet, ja. Geht gleich los. Ich muss kurz was zu trinken holen und das Licht einstellen. Spätestens 3 Minuten geht's hier weiter. So, jetzt klappt das hier mit dem, das Kriseln ist weg, ne? Aber ist ein bisschen hell vielleicht. So. Hi. Fällt auf, dass ich mit der Frisur so ein klein bisschen aussehe wie so ein G.I. Joe irgendwie. Ist mir zu, ist fast schon zu militärisch. Und weiter geht's. Okay. Wo waren wir? So. Im Spiel waren wir. Kameras irgendwie. Kameras nicht gut. Dings ist nicht gut für Streamer gemacht, finde ich. Sekiro. Wie haben denn die anderen Leute das gemacht? Dann so, aber dann guckt man ja aus dem Bild raus. Und spiegeln habe ich keinen Bock irgendwie. An den Seiten wird es aber auch schon ein bisschen dünn. Nee, zum Glück nicht. Das sieht bei mir nur so aus. Ich habe zum Glück schon immer diese Geheimratsecken so in der Richtung gehabt. Ich habe tatsächlich ein Glück, bisschen Glück gehabt mit Haarausfall. Habe ich nicht. Gurkenglas. Let's go. Die Posi war sehr gut. Alles klar, machen wir gleich nochmal. Rück ich gleich nochmal richtig. Okay, let's go. Sorry für die kleine Pause, aber muss. Spiel zurück. So. What the fuck ist da drin? Ob ihr es glaubt oder nicht? Alpiersbacher alkoholfrei. Ich liebe das, dieses Blaue. Das Weizen ohne Alkohol. Ich weiß, aber das ist so. Da steht isotonisch drauf und ich denke mal, ja geil! Das ist Sport! Ich habe Sport gemacht, wenn ich das getrunken habe. So, jetzt können wir das mal richtig einstellen hier. Genau, so. So war es doch. Und dann lassen wir es so. Ja, ich war. Ist es Alpiersbacher? Nee, Erdinger. Also, es ist blaue. Blaue Erdinger irgendwie, Naja, egal. Es schmeckt auf jeden Fall lecker. Hashtag unbezahlte Werbung.
Muss man das überhaupt auf Twitch sagen? Auf Instagram gibt es manchmal so Nasen. So. Ja, aber der macht Werbung. Den verklage ich jetzt. Jedes Bier ist isotonisch, ja. Okay, jetzt aufpassen, Leute, komm, ich muss mal. 3 Jahre vorher, hier brennt alles, da war ich ja schon überall. Du hast die Brücke noch heil. Ich habe die Brücke erkannt. Ist es die Brücke? Ich glaube schon. Ich spiele jetzt mal diesen Abschnitt komplett ohne Chat reinzugucken, Leute. Also tobt euch aus. Könnt ihr schön lästern, wenn ihr wollt. Ich guck nicht rein. Fulgore 1101. Hat noch ein Sub da gelassen. Habe ich, glaube ich, schon gesagt. Hier ist ein Dude. Warum? Unsere Stimme klang auch ein bisschen anders, oder? The Music Flow. Danke dir für deinen Sub. Bist du Musiker? Fände ich gut. Ich mag Mucker meistens. Irgendwie. Aus irgendeinem Grund. Die Art Gegner hatte ich noch nicht. Aber klar, ist ja 3 Jahre vorher. Man hört die Stimmen kaum. Ja. Du, das ist einfach so mit dem Spiel. Es ist schwer, das zu balancen hier für Streaming mit der Lautstärke. Aber wenn ich es jetzt lauter mache, dann ist es wieder, wenn so Kämpfe sind und dann die dramatische Musik kommt, ist es dann irgendwie auch zu laut. Dann muss es halt lesen, gell? Habe ich ein Schwert? Nee. Doch. Aber warum die dramatische Musik? Da ist ein Balken in der Mitte. Da läuft was ab, okay. Verstehe ich nicht. Wo? Warum ist die Was ist der Balken? Warum läuft der ab? Ist denn vielleicht ein Countdown? Muss ich irgendwo hin schnell? Ich gehe jetzt einfach mal schnell hier hoch. Der Balken läuft. Ist jetzt down. I don't get it. Okay, der hat mich mit der Fackel gehauen, danke. Dann war das quasi wie vergiftet sein oder sowas, ne? Oh, jetzt auch wieder was gelernt, ich muss rasten. Okay, geil, Leute. Ey, Leute, heute ist die Learning-Folge, ich weiß. Ich weiß, aber heute ist die Learning-Folge. Ich kann nicht einfach nur wie beim Bonfire mich hinsetzen, ich muss rasten. Dann erst bin ich sozusagen unsichtbar für die Leute. Jetzt checke ich das erst. Und jetzt habe ich meine Ruhe, okay. Wichtig. Das sind viele kleine, aber wichtige Sachen, die ich in den ersten 3 Folgen übersehen habe. So, ich habe gerade so ein Ding bekommen, ne? So ein, irgendwas habe ich bekommen, so eine... Ich habe ein Geist-Emblem bekommen, oder? Nee. Helfen wir nochmal kurz. Was habe ich da bekommen? Ich komme mit den Namen immer noch so ein bisschen durcheinander. Oh, scheiß Fruchtfliege hier. Löschpuder. Nee, das war... Was war... Löschpuder. Nee, das war was anderes gerade. Das kam einfach so. Göttlichen Segen! Alles gut. Göttlichen Segen habe ich bekommen. Das weiß ich ja, das ist Zufall. Diese scheiß Fluchtfliege, Alter, die kriege ich gleich. Okay. Göttlichen Segen war es. Und ja, bin jetzt hier durchgerusht, weil ich dachte, ich muss irgendwie wo schnell hin, aber das war ja nur dieses Feuer abklingen. Deswegen mache ich die Gegner hier noch schnell weg. Die Hunde. Punkte können wir immer gebrauchen, sag ich. Die zu,
Parieren ist wichtig. Kann man immer eine kleine Animation machen. Ach komm, bitte. Ernsthaft? Ich bin im Schleichmodus, will ich nicht sein. Danke. Tom, Agent Sheesh. Danke für das Kompliment. Ich denke, so war es auch gemeint. Ja, wir kommen rein, Leute. Wir haben langsam das Spiel. Es macht richtig Klick langsam. Ist das noch nicht Klick gemacht? Noch nicht offiziell wirklich den richtigen K-L-I-C-K. Aber da unten sind Shinies und die hole ich mir jetzt. Oh, der hat Sand ins Auge gemacht. Oh, Schwein! Aber coole Idee von den Machern. Das finde ich gut. Das ist eine coole kleine Überraschung, dass die so sind. Die sind echt gut, die Leute von From Software. Ohne Witz, ey. Die haben schon immer kreative Ideen für ihre Gegner. Okay, Amiibo-Ballon habe ich schon abgecheckt. Ich guck mal hier so lang. Kann man auch unter Wasser? Nee, ne? Doch. Nee, aber dann kann man so runter? Nee, ne? Oh, geil. Was ist das für ein Freak, der Mann? Ist es der japanische Krümelmonster oder was? Nur mit Karpfen? Nee, nicht Krümelmonster. Wie heißt doch mal der Dude? Den gibt's, glaube ich, im deutschen Sesamstraße gar nicht, ne? Ich muss ja kurz mit der Schuppe kaufen. Ich muss kurz weg hier, weil da kommt ein Fisch. Oscar! Oscar aus der Tonne! Genau! Ey, Mr. Floppy, schon 2 Monate und schreibt dazu, freue mich wirklich, dass du Sekiro spielst und ich bin echt gespannt, wie du dich schlägst. Lass dich nicht frusten, da der Schnelle, weiß ich nicht, ging's da weiter? Ich sehe es auf jeden Fall nicht. Trotzdem, danke für den Sub. 2 Monate. Gelbeutel, okay. Ich hole ihm jetzt einen Fisch, damit ich das ihm geben kann, oder? Den liebe ich! Das ist bis jetzt mein Lieblings-NPC. Habt ihr Schuppen gebracht? Okay, ich muss wahrscheinlich einen Fisch killen jetzt damit. Okay, machen wir. Der Karpfenmann. Karpfenmann! Karpfenmann! Naja, aber der ist noch nicht, der hat noch nicht so einen Status. Der können wir noch nicht schon zur Legende machen. Madenmann ist Rest in Peace. Ja, ist gut, ich hab dich kapiert. Vielleicht kann ich hier in dem hohen Gras? Ich versuch's einfach mit Parieren. Guck mal, komm her. Ach, der haut dann ab. Okay. Ja? Learning by doing. Ich dachte, der greift mich dann an. Ha. Es könnte sein. Es könnte sein, dass wir vielleicht dann nochmal eventuell wann anders hin sollten. Weil ich habe heute schon ein bisschen den Pferdemann auf dem Schirm für die Session. Aber interessant ist es allemal. Aber das könnte jetzt, glaube ich, eine Weile dauern, bis ich rausfigure, was der Dude eigentlich hier, wie mal so einen Karpfen macht. Weil ich glaube, wahrscheinlich kann ich nicht unter Wasser schlagen. Und doch, kann ich sogar. Ah, okay. Ich versuche mal einfach hinzugehen. Kann man schleichend schwimmen, sozusagen? Nee. Okay, der kommt da nicht mehr hoch. Glaube ich. Typisch wäre, wenn man den anlocken könnte, sozusagen, mit irgendwie, irgendwas hinwerfen. Da ist er! Ich habe ihn! Aber es ist ein Schatzkarpfen und keine... Der wollte eine Forell... Was wollte der? Ein Karpfen. Warte mal. Etwas mit Schuppen kaufen. Ach so, doch, eine Sch... Okay, sorry, habe ich... Ah, das ist ein Händler quasi. Göttliches Gras. Geheime Medizin, die die Vitalität vollständig... Oh, das ist gut. Vollständig wiederherstellt. Jetzt bin ich natürlich im Weg. Ich lese aber trotzdem mal vor. Vollständig wiederherstellt. Und alle Status-Anomalien heilt. Wow, das ist ja richtig gut. Göttliches Gras. 420, blaze it! Ein kleiner Teil von Ashina ist uralt. Die alte Erde, der Fels und das Wasser, das das Land tränkte, sollen die Aufmerksamkeit der Götter geweckt haben. Der Doktor
Der Dr. Dogen studierte die Pflanzen an diesem uralten Donny und entwickelte mit ihrer Hilfe das Rezept für Donny-Medizin. Keiner Gag, weil ihr das nicht lesen können. Dr. Drosten! Dengens, danke dir für 4 Monate Prime Sub, immer wieder Prime Sub. Wir sind jetzt schon eine ganze Weile stetig über 1100 Abonnenten, Leute. Ich sag mal so, ich find's geil. Ich hör mir mal so ein göttliches Gras, finde ich gut. Und irgendwann hole ich mir mal andere Sachen hier. Das lese ich mir dann gegebenenfalls durch. Dann müssen wir mal vielleicht Fische farmen gehen. Vielleicht kann man ja irgendwie... Der ist geil! Auf den Text sparen. Was ist das? Mehr Subs als Zuschauer, ja. Das ist natürlich so, das kenne ich auch von YouTube. Da habe ich jetzt fast 20.000 Abonnenten und die Videos gucken deutlich weniger auf jeden Fall. Aber hey, scheiß drauf, wir haben Spaß hier, oder? Das ist doch die Hauptsache. Ich gucke nicht mehr auf solche Zahlen so hart. Das bringt einen, da verändert man sich nur doof. Ich freue mich, wenn es wächst und wenn nicht, dann nervt es mich, aber ich mache mich jetzt deswegen nicht verrückt. Sondern versuche hier geil zu spielen und vor allem mein Ehrgeiz einfach erstmal wegen Sekiro geweckt. Ich will das conquern, Alter. Ich hab's mit Dark Souls geschafft, ich schaff's mit dem Scheiß auch. Komm her, ich will kämpfen. Du bist Übungsfutter für mich, Alter. Du bist Übungsfutter, mehr bist du nicht. Ja, Mann, ihr seid Übungsfutter. Oh, Double Kill! Öl. Einreiben, geil. In Öl gebadete Feinde können leicht in Brand gesteckt werden, sodass... Oh, Alter, das ist aber ein bisschen heftig. Durch Feuerangriffe. Okay, also Öl drauf, aber ich habe noch kein Feuer, ne? Vielleicht mit Öl beträufeln und dann mit einem Feuerpfeil hinterher oder so? Egal, jetzt geht's erstmal weiter. Aber ich will eigentlich zum Pferdemann. Handvoll Asche, haben wir auch noch nie benutzt so richtig. Oh, hier ist ein Bogenmann. Ich hab den Pferdemann nicht vergessen, keine Sorge. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall 2 Fähigkeitspunkte. Wir haben jetzt also quasi doch am Ende gefarmt, aber halt mit Progress. Jetzt bin ich ja schon mal hier in der Gegend, in der Zeit gereist, 3 Jahre. Dann kann ich mich ja umschwören, denke ich mal. Das ist ja wohl das Mindeste. Hier, kann ich Leitern benutzen? Nee, ne? Okay. Cheshire Katze. Danke, Fitzab. Die müssen wir auch nochmal an. Confect habe ich schon mal benutzt. Den habe ich zum Beispiel schon mal benutzt gegen den Pferdemann. War gar nicht so schlecht. Wie komme ich denn jetzt hier wieder hoch? Ja. Ist ein bisschen tricky, das mit dem dranhängen. Das werden wahrscheinlich Sekiro-Spieler wissen, was ich meine. Da muss man schon ein bisschen timen, dass man das Greifen richtig macht. Oh shit, ich will nicht, dass der getriggert ist. Können wir mal kurz was gucken. Mikro ein bisschen. Mikro ein bisschen in der Fresse, ne? So. Overcut, danke dir für dein Sub. Cheshire Katze einfach mit Yeah, finde ich auch gut. Ich bin Shinobi, Alter! Das ist ein Tanz einfach! Ich fände aber geiler, wenn man wirklich... habe ich schon mal gesagt. Aber das Geld automatisch einsammeln wäre so viel geiler. Ich habe es jetzt, glaube ich, schon so oft vergessen, ne? So oft vergessen! Wirklich halt! Kommt mir bekannt vor, das Haus hier. Kügelchen. Hier war irgendwas. Da ist ein Kollege. Der war der Kacken. Der war Kacken, ne? Oder auf Klo. Ne, jetzt ist er tot. Tot. Tot, sorry, Jimmy. Tot ist er. Ich bin gerade nicht so richtig geil am Staten. Aber hey, jetzt sind wir so ein bisschen im YOLO-Modus kurz.
Aber ist vielleicht auch gar nicht so schlau, weil vielleicht sind hier auch gerade Gegner. Also gute Gegner. Aber irgendwie fühlt sich das falsch an. Weißt du, wie sich das gerade anfühlt? Es fühlt sich an wie Anakin bei Episode 2, der zurück zum Lager von den Sand People geht und alles irgendwie viel zu OP zermetzelt. So fühle ich mich gerade so. Weil die sich alle so dumm anstellen hier, die Gegner. Ja, du brauchst mal gar nichts alarmieren hier. Okay, scheiße. Hochmut, komm stets vor dem Tod. Ach komm, fick dich. Löschbruder. Flammenlauf. Ein Eisenlauf, der Feuer spuckt. Kann in der Shinobi-Prothese als Prothesenmodul gesetzt. Es ist quasi so feuermäßig. Bitte, ey. Ach komm, der da oben nervt hart. Alte Dark Souls-Logik nicht unterschätzen, auch wenn es Kackgegner sind. Lieber mal wegrennen. Das sind Mobs. Ich will da hoch, bitte. Ja, Mann, ey, es macht auch Bock langsam, ey. Es macht langsam richtig Bock. Diese geilen Moves. Alles gelootet hier, Mann. Come on. 3 Jahre zuvor. Gar nichts könnt ihr. Ich geh ins Haus hier rein. Fick eure Matratzen. Aha, danke. Okay. Muss ich auch nochmal ein bisschen besser mich informieren oder reinlesen, reinsteigern, was diese Dinger nochmal machen, die einem so zufliegen. Ach, die sind ja für die Ninja-Sterne und so, okay. Aber die wirken irgendwie viel wichtiger. Ich weiß auch nicht. Weil die sind so selten gefühlt. Und ich benutze sehr selten überhaupt R2. Doch R2, ja. Okay, weiter geht's. Oh, der Pferdemann, der muss aber auch mal dran glauben, hey. Ah, da hat er direkt. Da hat er so einen Nachzug. Das ist so hart, wenn die einen Eimer haben. Oh, da habe ich Glück gehabt. Scheiße, ich muss hier weg. Ich habe kaum noch Energie. Ich habe gleich. Okay, jetzt ist natürlich die Frage. Ach, jetzt liebe ich es, Leute. Bei mir das Mini-Klick. Aber jetzt guck mal oben. Jetzt habe ich 2 und habe nur noch ganz wenig, bis ich 3 habe. Aber ich habe jetzt keine Kürbisflaschen mehr. Aber ich nehme jetzt einfach das Ding, was ich vorhin gekauft habe, oder? Das göttliche Gras. Oder Kügelchen. Wäre natürlich schlauer. Ich glaube, göttliche Gras ist besser. Kügelchen müsste ich ganz viele haben. Ja, Mann, es läuft langsam. Ah, ich freue mich gerade so, weil ich das Spiel schon gut finde. Und ich gebe zu, letzte Folge war schon ein bisschen so, wo ich dachte, eieiei, das könnte jetzt aber echt ein Krampf werden, das Let's Play. Aber die geben echt wenig. Guck mal, ich muss sie alle nehmen. Wow, wie wenig. Ne, das fühlt sich langsam auf, oder? Ne, jetzt habe ich zu viel genommen. Scheiße. Ah, ich habe zu viel. Ne, warte mal. Es passt, glaube ich, trotzdem. Ich will es ganz voll haben. Ja, gerade auch nicht, ja. Das passt schon so, Leute. Wir gehen hier mal weiter. Der sagt bestimmt irgendwas. Seid gegrüßt, sagt er dort. Shinobi-Axt aus dem Tempel. Oh, eine neue Waffe! Shinobi-O-No-O-Jetzt-Rauch-Zungai-O-Tataki-Wat-Tano.
Oh nein, es gibt andere Waffen. Dass wir den voreilig eine Deutsche mähen. Es ärgert mich jetzt mittlerweile auch, Das ist ein bisschen bossmäßig, oder was? Nee. Wir haben den dritten Punkt, nice. Okay, ich hab's gerade fast verschlammt. Nein, okay, gierig. Haben wir noch einen Aufsteher? Nee, ne? Okay, trotzdem, wir haben die Punkte geholt. Ups, sorry. Hab ich nervt, dass es so hell ist hier. Warte mal kurz. Es ist einfach überbeleuchtet. Entschuldigung. Das haben wir, kennt ihr ja mittlerweile schon, dass ich das immer nachjustieren muss, sobald die Sonne untergeht. Aber es ist eine gute Session heute. Wir haben viel Zeug gemacht, das ist zu wenig. So. Okay, jetzt ist es einfach genau wie vorher. Scheiß drauf. Kam die Donation durch, fragst du? Ja, die kam ja diesmal durch, aber dann war ich so im Spiel abgelenkt. Aber jetzt gehe ich da kurz mal drüber. Natürlich. Donations gehen hier nicht unter. The Music Flow. Ah, die habe ich ja vorhin noch gefragt, du Musiker bist. 5 Euro von dir, vielen lieben Dank. Donny-san, leider etwas verpasst, aber jetzt chillt mein kleiner, eine Woche alter Sohn auf meinem Arm und es wird mitgefiebert. Hashtag Raute. Oh. Okay, das finde ich irgendwie schön, den Gedanken. Dass dein Sohn zu meinem Scheiß sozusagen, das sind seine ersten Worte, die er hört. Es kann nur ein guter Mensch werden, bin ich mir ziemlich sicher. Ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, der wird cool. So, und jetzt geht das Licht auch wieder. Jetzt ist es aufgegangen. Aber vielen Dank für den Support, my man. Ich hoffe, eine Woche alt. Krass. Wow. Aufregend bestimmt für dich gerade die Zeit. Ich wünsch viel Erfolg, dass alles gut geht und dass ihr ganz viel Spaß zusammen habt. Okay, wir sind weiter, sorry, wir haben Overlay. Und jetzt ist das Licht aber besser. Ich war ein bisschen self-aware die ganze Zeit, weil ich dann doch so aussah, als hätte ich Sonnenbrand mit den zwei Lichtern. Aber jetzt sehe ich wieder gut aus, finde ich. Wird ein kleiner Shinobi, Alter. So, wir müssen rasten, haben wir fast vergessen. Ah, es ist heute die Lernfolge, ich lieb's. Ah, ich glaube, ich war auch ein bisschen aufgeregt, die ersten Folgen, dass ich so viel verpasst habe. Aber es war bei Dark Souls nicht anders. Und am Ende haben wir alle gesehen, dass der Skill dann doch durchkam. Und heute könnte es die Folge sein. Overcut, danke dir für den Sub, mein Friend. So. Ich will am liebsten reisen. Okay, pass auf, Leute. Wir haben das im Hinterkopf. Wir machen es so, die Gegend hier haben wir im Hinterkopf sozusagen für, wenn wir vielleicht wieder so einen Punkt erreichen, der frustrierend ist oder sowas. Dann können wir das nehmen als Ausweichgebiet und dann da nochmal rumgucken. Ich reise jetzt zum Tempel, wir holen uns ein paar Upgrades und dann gehen wir den Pferdemann machen. Wie ist das? Donny Emotes in den Chat, wenn er sagt, das ist geil. So sieht's nämlich aus. Pferdehype. Wer weiß, vielleicht mache ich mal noch so ein. Der mit der Sonnenbrille ist immer noch der geilste Pija. Obwohl ich es immer noch nicht verstehe, dass man quasi Emotes, wie man Emotes verändern kann. Ich lieb's aber. Ich lieb diesen einen, der eine Emote von meinem Kanal, der aber dann anders aussieht, weil er so eine Sonnenbrille hat. Hier ran. Okay. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Oh, jetzt langsam macht das Spiel Bock. Ich sag's euch. Fähigkeiten erwerben. Jetzt gucke ich mir das mal genau an. Erhöht die maximale Anzahl an Geistesemblemen, die du besitzen kannst. Okay. Ich denke mal, das ist jetzt so ein Ding. Jetzt geht es ein bisschen auch darum, wie man das Spiel spielen will. Sowas wie halt bei den Souls-Sachen. Willst du eher Pyroman sein? Willst du eher Magier sein? Willst du Fernkampf, Nahkampf? Ich habe das Gefühl,
Das Ding upgradet man halt, wenn man generell jemand ist, der viel mit der Prothese arbeiten möchte, mit R2, also mit Sternen, mit irgendwie Sachen und so weiter. Das ist so das, was ich jetzt daraus ziehe. Ich hole mir jetzt natürlich den Mikiri-Counter, den wirklich viele gesagt haben, den ich mir holen soll. Haben wir jetzt auch gespart drauf. Hat auch Trant in seinem Video gesagt, dass der essentiell ist. Den holen wir jetzt erstmal und den werde ich jetzt gleich mal beim Dude, Schwert-Dude, mal ausprobieren. Ansonsten lasse ich den einen Punkt. Ich könnte natürlich jetzt das auch noch nehmen, ne? Das ist halt die Frage, ob ich dann eins von denen noch nehme, wenn ich schon einen Punkt übrig habe. Ja, warum nicht? Oder halt sammeln für das. Das ist halt die Frage jetzt. Da will ich jetzt mal... Jetzt ist das Licht ausgegangen wieder. Naja, hab's gesehen, ne? Naja, passt schon. Jetzt überlege ich mal ohne eure Hilfe, was ich... Ich muss das mal selber entscheiden. Will ich da... Ermöglicht, aus dem Sprint heraus eine geduckte Position zu gleiten. Laufe durch einen Bereich und rutsche außer Sichtweite. Ist, glaube ich, nicht mein Spielstil. Und das Parieren in der Luft auch nicht, deswegen sammle ich tatsächlich. Drücke mal Y. Ah, quasi, jetzt meinst du, dass man so sehen kann, was ist so? Ja, ändert jetzt auch nicht so krass viel, oder? Wird halt gezeigt, wie das geht. Ich sammle mal. Die sind so Fähigkeiten, mit denen ich kenne ja schon fast. Parieren in der Luft ist schon geil, aber ich glaube nicht, dass wichtig ist, genau. Sehe ich ähnlich. Ich bin da noch nicht so weit. Da können wir mal gucken, dass wir das nachher ein bisschen aus Kampfstilgründen geil machen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Mikiri-Counter jetzt hier oben hat. Stand wahrscheinlich gerade, genau das stand da, ne? Wahrscheinlich. So wie ich mich kenne. Ich habe es nicht gelesen. Ich gehe mal davon aus. Genau, hier. Das probieren wir jetzt mal aus. Training, Mikiri-Counter. Okay, die Nachricht ist kurz interessant, die lese ich kurz vor auf dem Chat. Mr. Floppy schreibt, hallo Donny, hier ist das Skillpunktsystem nicht so vielfältig wie in Dark Souls. Hier geht es bloß ums Kämpfen, dabei gibt es passive Sachen wie, dass deine Flasche mehr heilt oder aktive Fähigkeiten, dass du eben einen krassen Move machst. Vielen lieben Dank für den Input, finde ich gut. Ich glaube, so langsam checke ich das auch. Das ist die Progress-Folge, Leute. Wir nennen die auch so, oder? Wir nennen die Folge Progress. Eins für I agree, zwei für nein. Ich nenne sie auch anders. Das ist die Folge 4, die Progress-Folge nenne ich sie. Oder die Es hat Klick gemacht-Folge vielleicht sogar. Mal gucken. Irgendwie sowas. Ich habe gerade weggeklickt, ne? Ich depp. Ach, hier, B. Das ist quasi ein neuer Knopf. Okay. Aber wenn es rot wird, oder? Aber okay, noch nicht. Bei Treffer durch Stoß, Mikiri-Counter ist B. Habe ich gedrückt. Muss ich da auf ihn zulaufen? Scheiße, ich hätte die Nachricht lesen sollen. Okay. Und dann, man muss auf ihn zu. Okay. Das ist ja der Hammer. Weil die meisten machen ja einen Stoß. Lol. Nur B ohne Richtung, okay. Versuche ich mal, ich habe jetzt gerade auf ihn zugemacht, da hat es geklappt. Also ich habe gerade auf ihn zugemacht, gedrückt, sag ich mal. Nochmal, warte mal, nochmal. Nochmal. Ich mach mal diesmal, wie ihr meint, ohne Richtung. Ja, okay, nice. Gefällt mir. Okay, war ich. Wie sieht man deine Abos auf YouTube, Donny? Wie meinst du das? Wie viele Abonnenten mein YouTube-Kanal hat? Das steht einfach halt normal auf YouTube, ne? Also ich will, es sollte jetzt gar nicht verarschen klingen. Ich weiß nicht genau, was du meinst. Okay, wir gehen jetzt zum Pferdemann, Leute. Ich habe übrigens vergessen, einen Tweet abzusetzen. Ich mach mal kurz, wir sind übrigens live. Es geht zum Pferdemann. Es geht jetzt zum ersten Boss. Punkt. Twitch. Ich werde hier irgendjemand schreibt, hallo Twitter, aber das braucht ihr nicht machen, kommt eh keiner von denen. Doch, Twitter kommt tatsächlich recht viele Leute, wenn ich das poste. Wir sind übrigens live. So, sorry, das muss kurz sein, hab ich vergessen. So, ab geht's. Pferdemann ballert! Danke, Nachbarn, dass ihr mich trotzdem liebt. Okay, Leute, jetzt geht's ab. Wir gehen zum Pferdemann.
Ich reise auch. Ich reise. Ich reise, reise, reise. Oh. Erste Mal Sekiro-Stream, sage ich ehrlich, Leute. Dass es sich wirklich so vom Feeling für mich her anfühlt. Vom Feeling anfühlen, ja, ja. Ich weiß. Wie halt so ein bisschen die Dark Souls-Streams. So, die ersten drei Folgen schon auch ein bisschen anstrengend für mich, weil ich das Spiel noch nicht so konnte und auch so ein bisschen, glaube ich, mehr beweisen wollte, aber es nicht so lief. Aber jetzt habe ich, ich freue mich auf den Boss. Ich habe auch schon, ich will jetzt Prothese-Hinweis, okay, sehe ich gerade, da gehe ich nochmal drauf ein, aber dann gehen wir zum Boss. Aber ich freue mich, abgesehen davon, trotzdem auf den Boss jetzt. Ich habe auch eine Ahnung, wie ich den machen kann. Ich glaube, ich kriege den geparried, Leute. Ich glaube, ich kriege den geparried. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Jetzt fühlt es sich auch wieder an, so ich freue mich jetzt schon auf das GG, falls ich den schaffe. Ich habe die Motivation. In den ersten drei Folgen war ich so ein bisschen überfordert mit dem Spiel, muss ich sagen. Aber jetzt... Nee, es war so eine Reise. Die erste war super gut. Die zweite war so, keine Ahnung, jetzt wird's hier ist schwierig, da ist leicht. Und dritte war so, gebe ich zu, so ein bisschen, oh Leute, ich krieg das Spiel nicht hin, ich check's nicht. Und jetzt ist es so ein Ficken. Ich zeig Ihnen jetzt mal meine Prothese. Okay, was können wir Neues machen? So, was kosten die nochmal, die Prothesenmodule? Das Feuer, was ich aufge... Das Zeug, ne? Dieses, weil ich was... Weil ich das... Weil ich Flammenlauf aufgehoben habe. Das machen wir einfach. Komm, ich probier's gleich mal aus dann. Haben wir jetzt. Geil. Weg damit. Ja, direkt einfach weg. Ich probier's einfach aus. Aha. Guck, ich krieg's... Ah, langsam hab ich's! Okay, wie switcht man durch die Prothesenmodule? Das frage ich mich gerade. Warte mal. Das ist das? Ah, das weiß ich noch. Y, okay. Ah! Was kostet mich das? Ah, diese Dinger. Oh, das war aber teuer. Das, ich gebe gerade. Oh, das ist dumm. Ey, ich kaufe mir von den. Ich kaufe mir Geisterembleme. Wo kann ich die nochmal kaufen? Ah, ey, es hat so viel. So viel Klick gemacht mittlerweile. Jetzt kaufe ich mir einen Shitton von denen einfach. Ja, klar. Aber nicht zu viel. Warte mal, jetzt nicht übertreiben gleich. 20. Im Lager. Wo ist, Besitz? Wo ist mein Lager? Körper, kann ich da was machen? Nee. Das haben wir schon. Und Geisterembleme habe ich jetzt gekauft. Jetzt habe ich gerade 15. Aber 138 im Lager. Mal... Blöde Frage in die Runde. Wo ist mein Lager? Ach, wird beim Rasten aufgefüllt. Ja, ja, geil. Einfach rasten und dann ballern. Okay, jetzt gehen wir los. Come on. Ich hätte eigentlich gern noch einen Aufstehpunkt tatsächlich, um den Boss zu machen, aber wir probieren es jetzt trotzdem. So, hier war das. Und dann... Okay, let's do this. Oh, was habe ich Bock. Habe ich umsonst gekauft, ja, fällt mir auch gerade auf. Aber das ist Learning by Doing, ey. Ich werde jetzt gar nicht... Normalerweise würde ich sagen, ja, es ist aber auch nicht so schlau gemacht vom Spiel. Also ist nicht unbedingt intuitiv, wie soll man das wissen? Aber ich sag's lieber nicht, weil höchstwahrscheinlich stand das in irgendeinem Ding schon, was ich nicht gelesen habe, weil ich vermutlich irgendwelche Subs vorgelesen habe oder den Chat gelesen habe. Aber das ist halt einfach der Streamer live, da kann man nicht auf alles achten. Okay. Ich halt die Schnauze jetzt und ich mache jetzt einfach nur... Ich versuche den einfach zu parryen, Mann, Alter. Ich versuche den einfach zu parryen. Ah, gierig. Gierig. Ah.
Yes! Fotze! Yes! Das war nice! Oh ja, da macht der einen neuen Move, den ich noch nicht kenne. Typisch fucking From Software. Fickt euch. Ah, scheiße. Bleib hier, ich hab dich. Ich hatte ihn fast. Erstmal. Nein! Ruhig. Nein! Okay, aber den habe ich jetzt. Ich hab den, Hurensohn. Ich hab den. Ich hab's. Aber der packt dann einmal so einen fucking Move aus, wo ich nicht weiß, wie man den. Nein, das war gut. Nix. Den haben wir. Der glaubt jetzt dran. Okay, falscher Weg. Okay, das ist kein guter Start. Egal. Ja! Ich will den Pferdemann jetzt machen, nicht euch Deppen hier überall. So. Ich hab den, Mann. Ich hab's gespürt gerade. Ich hab's richtig gespürt. Halt dein Maul! Fucking Hurensohn! Hey! Ah, oh, da war aber einer gierig, du! Mann, gierig! Aber hey, ihr spürt's auch. Ich hab ihn. Zu lang zu vorlesen, Digga, sorry, ich sehe gerade die Nachricht, das ist zu lang. Schreib's in die Comics bitte dann bei YouTube, es tut mir leid, dass ich es jetzt nicht vorlesen kann, ich bin gerade so im Modus, das waren über, über 7 Zeilen. Das geht hier unter im Chat, tut mir leid. Lese ich, wenn du es als Kommentar postest, danke. Doni! Oh, fast! Nein! Und die Kamera, wie soll man das machen? Das Spiel ist so fucking schwer. Habt ihr das gesehen? Die Kamera ist irgendwo am Arsch der Welt. Woher soll ich wissen, wo er ist? Wie Dark Souls gespielt. Kamera! Fuck you!
Ja, jetzt macht er den. Den kenne ich noch gar nicht. Der überfährt mich einfach und dann trägt er mich einfach durch den Schlamm. Was soll man denn da wieder machen? Das Spiel ist einfach ein Hurensohn, mal ganz ehrlich. Unverteidigbar. Das habt ihr genauso gesehen. Da kann ich auch nichts mit Kirby machen. Ich verliere die Lust nicht. Aber das ist einfach... Das ist so fies! Wie fies war das bitte? Mein eigener Kürbissaft hier. Gib mir doch einen Anhalt! Boah, das regt mich auf mit der fucking Scheiße hier, dass er mir immer nicht einen Punkt gibt, wo ich mal ran fucking dingsen kann. Boah. Ruhig bleiben. Ich bin der ruhigste Mann der Welt. Ich bin so ruhig, das glaubt ihr gar nicht. Ich bin der ruhigste Mann der Welt. Wie wär's damit, du Depp? Bringt gar nichts. Hat gar nichts gebracht. Ja, komm her! Kamera ist so schlecht. Ich krieg den nicht eingeloggt. Hallo? Die Kamera. Falscher fucking R2. So schwer, Mann! Am Boden! Oh, jetzt sagen die Leute wieder, ja, drück irgendeine Hilfe, stellst du schneller auf! Ja, weiß ich doch! Schnauze! Ich bin halt bei Dark Souls Bossen nie so getriggert gewesen. Da ist man eher so frustriert, so, oder so man so, man ist so, ja, okay, komm. Irgendwann kriege ich dich noch raus. Aber der macht ja immer das Gleiche. Das nervt mich so hart, dass ich da immer erst in so einen Winkel finden muss. Oh mein Gott. Gibt's da keinen Mod dafür, dass es irgendwie verbessert wurde? Meine Fresse. Ist so ein Hurensohn, der Typ. Ich kann nicht in der Luft schlagen. Das mache ich an. Ich zieh mich nicht mehr ran. Das ist jedes Mal scheiße, wenn ich es mache. Ich mach's mit Parry fertig. Ich zieh mich nicht mehr ran. Das ist einfach Quack. Ich verstehe nicht, warum ich nicht schlagen kann, wenn ich mich ranziehe. Ich mach's einfach nicht mehr. Bitte könnt ihr mir sagen, wie das geht, wie man sich ranzieht und dann schlagen kann. Geht das oder geht das nicht? Bitte, jetzt nicht wieder 30 Leute ja und 30 Leute nein. Wie kann ich was draus machen? Ein Skill, den ich nicht habe. Danke. Da haben wir es doch jetzt geklärt, eindeutig. Vorhin waren da andere Leute, die, vielleicht habe ich dann auch wieder nur die einen, zwei gelesen, die halt das nicht wissen und dann falsch gesagt haben. Dann haben wir es doch geklärt. Ich beruhige mich an dieser Stelle direkt wieder ein bisschen, weil dann mache ich es einfach nicht, oder? Ich ziehe mich da nicht ran. Ich heile, wenn er weg ist. Oder? Ist es nicht logisch? Aber es bringt dann halt voll durcheinander, wenn man es nicht weiß. Wenn man immer denkt, der bietet es mir an. Muss ich da jetzt hin? Ist es ein Boss? Ich denke zu viel an Zelda, weißt du? Zelda wäre halt so ein Ding, wenn sich sowas eröffnet. Oh, Leute, das regt mich jedes Mal auf. Warum muss ich diesen Winkel...
Bitte sag mir, dass ich nicht der Einzige bin, den das aufregt hier bei diesem Boss. Dass ich diesen Winkel nicht finde, wo ich mich da hochziehen kann. Bitte sag mir das einer. Reg mich das auf. Sir Tomram, danke dir für den Sub übrigens. Und Herr Poke, 5, 3, 2, 8, 1 auch. No Moronic auch. Für euch. Für alle. Aua. Nichts durchbrochen bis jetzt. Nichts. Das ist so krass, Mann! Nein! Woher soll man wissen, wann er das macht? Immer wenn ich angreife, schlägt er mich. Jedes Mal halt. Stagger? Oh, nice! Oh Mann, ey, wie so ein Depp. Reichen doch. Aber ich hab nichts zum Essen, ey. Ja, ah, weißt du was, ey, echt, echt. Komm, laber mich doch nicht voll.
fuck dich mit dem Move. Leute! Ich brauche das göttliche Zeug, aber ich weiß nicht, wo ich es drauf gemacht habe. Ich brauche das göttliche Zeug, ich weiß nicht, wo ich das drauf gemacht habe, die Scheiße. Dieses fucking göttliches Gras, ich habe mir vorher noch gedacht, lass es drauf und dann hätte ich jetzt nehmen können. Ja, Menüpause weiß ich, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Ich habe da drauf gedrückt, es hat irgendwie nicht geklappt, was weiß ich. Ich dachte dann kurz, im Bossfight kann man dann vielleicht nicht Pause machen. Keine Ahnung, egal, jetzt lass doch mal positiv bleiben, Leute, ich fick den da jetzt. I am Rick James, Bitch, 4 Monate, danke dir. Worten so, 2 Monate. Ey, manchmal spinnt die Kamera einfach, Mann. Immer den zweiten verpasse ich. Ich müsste eigentlich nochmal anfangen. Ja, ach. Wenn du einmal da den Rhythmus nicht hast. Hinterm Pferd, wie so ein Depp. Gleich wieder da, muss schiffen. Da mach ich den. Ich muss schon die ganze Zeit übelst pissen. Scheiß Zeug, ey. So, sorry. Das musste. Also sorry, ich habe gerade vielleicht ein bisschen gereizt reagiert, aber ich war einfach so sauer über diesen Try, dass es nicht geklappt hat. Ich habe tatsächlich noch kurz gedacht an Pause drücken und dieses göttliche Gras, weil ich war so kurz davor, ne? Ich glaube, ich habe mich einfach verdrückt oder so, aber ich war dann so, es ist so Dark Souls Gewohnung, man ist so gewohnt, dass man einfach nicht Pause drücken kann in einem Spiel. Oh, das nervt mich selber gerade, ich hätte ihn da echt gehabt. Was ist das denn jetzt? Was ist das denn? Ich geh rasten, mir scheißegal. Ich lass mich doch von diesen Deppen jetzt hier nicht den Versuch fies machen, ey. Bap!
Resten. Ich weiß, dass ihr mich glaubt. Ihr seid auch super, auf jeden Fall. Ich check den Support schon, deswegen nochmal kurz. Ich war einfach ein bisschen gereizt. Weil, das ist... Ah, das hat mich kurz so aufgeregt. Ich habe dieses göttliche Gras und ich hatte die richtigen Gedanken, aber ich hab's... Oh, der war noch 2, 3 Parries entfernt. Da hätte ich ihn gehabt. Ey, egal, jetzt aber. Brille Spielmann, danke dir für deinen Sub, ey. Die ganzen Subs, die reinkommen. Sehr vielen Dank. So, Tomram, habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Leute, kurz rasten. Dahin, jetzt baller ich den weg. Ich hab den auch. Eine einzige Attacke. Es gibt 2 Attacken, die ich nicht, wo ich noch nicht weiß, wie ich die... Deswegen ist es immer noch ein klein bisschen Glücksfaktor. Leider. Aber wir hoffen einfach drauf. 2 Attacken, weiß ich noch nicht, wie ich die counter. Und zwar das eine, wo er trampelt. Wo er über einen drüber trampelt. Ich habe es vorhin wirklich ein paar Mal versucht, auch mit Ausweichen, mit Hüpfen. Er hat mich immer gekriegt. Und das andere ist die, wo er sein Ding schwingt. Die kann man zwar irgendwie dodgen, aber es ist wahnsinnig schwierig für mich zumindest zu sehen, wann er das anfängt. Weil er das sofort, der holt es wirklich sofort raus. Und dann, ja, weiß ich nicht, schwierig. Egal, nicht heulen. Die Scheiße belegen richtig. Abgehen. Nein! Ich gehe mal aber auch an die Stelle, wo die Kamera scheiße ist. Ich muss es mit dem Aufstehen mir mal angewöhnen, dass ich schneller aufstehe. Nie eine gute Idee, nie eine gute Idee. Egal. Scheiß Anfang, ich will den Try trotzdem gut machen. Scheiß Anfang, ich mach den Try trotzdem gut. Mehr aufs Parry achten. Nein, den macht er so gut immer. Mit der anderen linken Hand da weg. Ach komm, jetzt flippt er auch wirklich ein bisschen mehr aus als sonst. Wenn man das nicht trifft, den Parry, ne? Das ist einfach so hart schwer. Immer diese Verzögerungen, ey, die machen einen wahnsinnig. Yes! Das war richtig gut. Aber dann komme ich nicht ran an ihn immer. Ich komme dann immer nicht ran. Kameraspack. Ich hab dich, Alter. Fick dich. Nein! Ja! Das war gut! Ich bock dich jetzt runter von deinem Scheiß. Nein! Yes! Okay, erste Phase vorbei. Aber wir haben nichts. Wir können aber nur einmal noch aufstehen, oder? Oder habe ich es verrafft? Ich glaube schon. Ne, wir sind schon einmal gestorben. Egal, trotzdem, ich gebe alles. Das ist es jetzt. Das ist der Versuch, Leute. Ich sag's euch. Kamera! Manchmal nicht das oder das Lock-in, wie es heißt. Ich habe nichts zum Heilen. Okay, ne, der nächste wird's. Fuck drauf, der nächste wird's. Ach so, ich kann doch mal aufstehen. Okay, warum hatte ich göttlichen Segen? Ich check das nicht mit dem schneller aufstehen. Warum habe ich jetzt gerade gedacht, dass wir nicht aufgestanden sind? Warum? Der zweite Punkt war voll. Oh Mann, das Spiel ist einfach so schwer. Man muss auf so viel achten. Egal, ich heule jetzt nicht. Wir schaffen ihn jetzt. Ich habe eigentlich schon längst, wollte ich schon längst Feierabend machen heute. Aber das ist mir gerade wichtiger. Und du, einfach aus Hass. Fick dich. Das wird's jetzt, Mann. Das wird's. Wir hatten einen Kackanfang. Parry, ich fokussiere mich aufs Parryen. Okay,
Immer der zweite. Nein! Mann, der macht mir am meisten Probleme, wenn er so von frontal da, von oben. Der fickt mich immer voll. Ach komm. Come on, wirklich jetzt? Fuck you. Ich wollte den letzten parieren. Scheiße. Aber wir sind da, Leute. Das ist. Ich wollte schon sagen, das ist Dark Souls. Ich hab's auf jeden Fall. Nein. Ja, Mr. White, danke dir. Nee, Leute, ich bin drin gerade voll. Ich bin wirklich drin, ich find's geil. Ich weiß nicht, ob es der große Klick ist, aber ich find's trotzdem wahnsinnig schwierig. Das Countern, Alter, das Parieren. Es gibt so zwei, drei Moves, die er macht, das ist so, ey. Du musst wirklich so gut das Time. Ich brauch den aber eher so, wo es nicht hügelig ist. Ich muss den hier hinlocken. Ein bisschen schon mal lockern hier die Haltung. Okay. Ah, schlecht. Ist unnötig. Ah, zu gierig. Der eine war gierig. Auch Gier gibt's auch hier, ey. Das war gut, das war so eine Spezialattacke. Yes! Fuck! So schwer! Ohne aufstehen, Leute. Zweite Phase, ohne aufstehen. Gar nichts. Jetzt habe ich. Ich hätte den schon viel früher haben müssen, da war ich zu gierig. Okay, jetzt, ich habe noch zwei Kirbys. Come on, Leute, das schaffen wir. Come on jetzt. Nee, da darf ich nicht hingehen.
schwer. Oh, es ist spielschwer. Es ist unglaublich. Oh, aber ich lieb's. Ich lieb's wirklich. Oh, ich muss mir mal ein bisschen was einschenken, Leute. Ich brauche jetzt auch mal. Madi Kisama. Danke dir für 3 Monate. Du sagst, go Donny. Stameni hat schon wieder einen Sub verschenkt auf dem Kanal. Vielen Dank. Mr. Floppy hat 5. Mr. Floppy hat 5 Geschenk. Subs verschenkt hier auf dem Kanal vor 9 Minuten, sorry, ging unter meinem Boss-Wahn. Brille Spielmann, haha, clever, Brille Spielmann, hat ein Prime dagelassen, vielen Dank. Leute, ich bumps den jetzt. Ich hab den jetzt, das wird jetzt, ich sag nicht, dass es der Try wird, weil das wird's dann nie. Ist, glaube ich, noch nie geworden, wenn ich es vorher angekündigt habe. Wir gehen chillig rein, ich sag einfach, ballert mal die Herz-Emojis, komm, ballert sie einfach mal rein. Das ist Energie, die kriege ich unterbewusst mit. Und ich sehe die. Und dann, und damit ficken wir den. Und dann hat's offiziell Klick gemacht in diesem Spiel. Und mir scheißegal, ob einer der einfachsten Bosse ist. Das ist offensichtlich ein Tutorial-Boss. Hier soll man quasi zeigen, dass man alles, was man bis dahin gelernt hat, hier in einem Kampf hinkriegt. Das check ich schon. Aber trotzdem hat er Moves drauf, die sind so unberechenbar. Also, oder schwer zu... Der zum Beispiel der zweite immer. Der kriegt mich jedes Mal. Ah, das war gut. Nur ranziehen und dann parieren. Neu Plan jetzt. Spende kam rein, lese ich gleich, Leute. Guter Versuch. Scheiße. Sorry, ich kann die Spende gerade nicht. Tut mir leid. Egal. Würden es ja zu einfach machen, wenn wir in der ersten Phase nicht schon sterben würden. Nur ranziehen, nicht schlagen. Parieren. Nur ranziehen. Kamera aufpassen, parieren. Nein! So schwierig. Ich glaube, ich mach's mir selber schwierig mit dem Ranziehen. Das machen wir nicht mehr. Wir machen es nicht mehr. Wir warten ab. Oh. Stameni, du hast meine Laune direkt wieder aus dem Keller geholt. 100 Euro. Oh. 100 Euro von Stameni. Er sagt, ich habe lange keinen Stream mehr gesehen, der mich so gut unterhalten hat wie hier. Die Community ist geil, du bist geil, wir sind geil. Stameni, vielen, vielen lieben Dank. In erster Linie für die echt netten Worte, über die sich, glaube ich, alle gerade im Stream freuen. Und natürlich aber auch über die finanzielle Unterstützung. 100 Euro ist nicht wenig. Vielen lieben Dank. Für Stameni jetzt, Leute, komm. Come on. Ich weiß, da haben auch andere Leute gespendet. Ich weiß, aber jetzt, das habe ich gerade im Kopf. Stameni habe ich jetzt gerade im Kopf, der hat heute schon 2-mal gespendet. Für Stameni, jetzt baller ich den weg. Mir scheißegal. Kommt, was will. Kommt jetzt. Gemeinsam. Für Stameni. Spreche ich es überhaupt richtig aus? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Wir haben den doch. Wir dürfen einfach beim ersten... Geduldiger spielen, nicht mehr ranziehen. Ich ziehe mich kein Mal ran heute in diesem Kampf. Kein einziges Mal. Ich mach meine Moves hier, wie immer. Jetzt aufpassen, einfach nur blocken. Nicht parieren, nur blocken. Parieren, Motherfucker. Ruhig. Ein hinterherhauen, ruhig. Gierig, einer zu gierig. Aufstehen, mit dem Aufstehen muss ich mir unbedingt angewöhnen, mit dem Aufstehen. Das war so unnötig verkackt gerade, weil ich es nicht aufstehen kann, weil ich mir nicht merken kann, dass man aufstehen kann schneller. Scheißspiel. Mach doch einfach, dass man schnell aufsteht. Warum muss man das selber noch machen?
Nein, ich sterb nicht. Ich hab dich. Ich hab dich, mein Timing ist... Flawless! Nein! Nein, ich war zu gierig! Ich war zu gierig, egal, der ist tot, der ist tot. Jetzt haut er ab, Wichser. Wichser! Wichser! Du dummer Wichser, für Stamini will ich das machen und du haust einfach ab. Scheiß Feuer, geh weg, ich seh nix. Ja, jetzt geht... Jetzt. Das ist so gemein, ich hatte den schon. Boah, ey, das Spiel ist so gemein, Mann. Ihr wisst, was da gerade passiert ist, ne? Das war der beste Try, den ich je hatte. Und nur, weil ich zu dumm bin, schnell aufzustehen. Wir heulen nicht rum. Wir heulen. Es ist kein Rumheulkanal. Nein, nein, nein. Ist es eigentlich schon. Aber ich versuche, dass keiner bleibt. Naja. Egal jetzt! Ich fick den jetzt. Come on, come on, come on. Ich hab den doch mal drauf jetzt langsam. Ich weiß nicht, was gerade... Am letzten Spiel war es irgendwie weird. Und dann habe ich den kurz gehabt, da war ich zu gierig und dann haut er ab, der Wichser. Er ist abgehauen, um seine fucking Haltung wieder aufzubauen. Schwein. Und Sohn, komm her. Nochmal staggern den Arsch. Vorsicht. Nein! Die Scheiße wieder! Ich hasse ihn so hart. Aufsteht schneller! Mann! Wieso kann ich mir nicht merken, dass er aufstehen kann? Wieso geht es nicht in meinen Kopf rein? Das ist 50.000 Stunden Dark Souls in mir. Ich kann mich nicht dran gewöhnen, dass man das beeinflussen kann, dass er aufsteht schneller. Das macht mich wahnsinnig, Mann. Immer noch erste Phase, Leute, das wird nichts. Neu. Ich krieg das einfach nicht hin. Dass mein Gehirn sich das merkt. Ich weiß nicht warum. Das ist so eine Blockade, dass ich. Ey, ich habe schon so oft Tries verkackt. Genau nur dadurch, dass ich nicht einfach auf B drücke, wenn ich auf dem Boden lieg. Und healen, ja, das ist ein anderes Thema. Das ist eh immer bei mir. Da gehe ich einfach sparsam mit um. Das ist jetzt nicht unbedingt. Das sagen ja auch ein paar Leute im Chat. Das ist alles gut. Also, da müsst ihr mir vertrauen. Ich habe schon ein gutes Heal-Management. Aber ich. Na, eigentlich ein schlechtes. Aber wenn ihr wüsstet, was mein Gameplan ist, würdet ihr wissen, dass es nicht schlecht ist. Ich achte schon darauf. Aber ich mache andere Fehler. Mr. White hat 10 Subs verschenkt. Vielen lieben Dank, Mr. White. Alter, für dich mache ich es jetzt. Come on. Für Mr. White und Stamenien, für alle anderen, die heute gesubbt haben und unterstützt haben. Für euch jetzt. Das wird der Try. Halt die Fresse auf, rumzuheulen, Donny. Mach ihn einfach jetzt. Und steh auf, wenn du aufstehen kannst. Nein, das ist schlecht. Manchmal, einmal. Ich kann nicht. Siehst du, jetzt zum Beispiel heile ich extra nicht die ganze Zeit, weil ich das aufheben will. Versteht ihr? Also macht das Sinn für euch? Ich glaube, für viele Leute macht das keinen Sinn mit dem Heilen. Aber glaubt mir, ich habe das auf dem Schirm. Ich will aber einfach in der ersten Phase ohne Heilen durchkommen. Und wenn es nur mit einem HP ist, weil ich weiß, für die zweite Phase brauche ich die Scheiße.
Ich gehe auch, ich gucke mir gleich die Donation an, sorry. Aber ich muss jetzt wirklich den jetzt mal ficken. Leute, wirklich. Kann nicht wegräumen. Immer dieser Scheißsatz, das Burgtor bleibt verschlossen. Halt ein dummes Maul, Mann. Du bist auf dem Pferd und ich nicht. Stameni hat nochmal 50 Euro gesubbt. Mein Gott, was denn jetzt los, ey? Machen wir die 200 voll, fragt meine Freundin. Ich sage, machen wir. Okay. Ballert mal ein paar Emojis für Stameni in Chat, Leute. Nur für ihn, damit er weiß, dass es gewürdigt wird. Ich muss jetzt hier den Boss kaputt machen. Ich danke dir vielmals für den Support, Kollege. Ich muss den jetzt wegballern hier, wirklich. Ich mache heute nicht Schluss, bevor ich den gemacht habe. Das kann ich euch versprechen. Der Stream ist nicht zu Ende, bis ich den gemacht habe heute. Ich sehe die Emotes. Ich hoffe, du freust dich, Stameni. Vielen Dank für den Support. Falls ihr irgendwie neue Zuschauer seid übrigens, kommt gerne auf unseren Discord-Server, auf den Community-Server. Und da kriegt ihr mal mit, wann ich streame. Da kündige ich immer rechtzeitig an, sozusagen, wenn Streams geplant sind. Fühlt sich gut an, der Try. Da bin ich immer zu gierig. Ich muss da gar nicht schlagen. Jetzt habe ich ihn. Einmal noch staggern, komm. Eine der besseren Tries gerade. Gleich habe ich ihn. Ja, okay, sehr guter Try. Wir haben noch zwei Kürbis. Ich habe die Hälfte der Energie voll. Ich nehme direkt einen Kürbis. Come on, Leute. Come on, Leute. Come on, Leute. This is it. This is it. Vielleicht. Ich hoffe es. Let's do this. Harry sitzen. Sitzen, sehr gut. Kamera, Kamera von dem Scheißspiel. Die Kamera, ich schwör's euch, wenn es deswegen jetzt nicht klappt. Einmal aufstehen, komm. Ja, ich stehe auf, wo er gerade schlägt. Fuck you, Alter. Jetzt habe ich nichts mehr. Ja, scheiß auf die Animation, wie das nichts drin ist. Nein! Das gibt. Das ist unfair, Mann! Come on jetzt, Leute! Das war jetzt wirklich unfair mit der Kamera. Das war wirklich so. Ich habe nicht gesehen, wo der ist. Und dann bin ich auf dem Boot. Wirklich, das war jetzt wirklich unfair. Das ist voll scheiße gelaufen gerade, Mann. Ich konnte mich nicht umdrehen, nicht einloggen und dann hat er mich auf dem Boden nochmal gebumst, ey. Egal, ich hau jetzt hier nicht rum. Wir haben den jetzt. Parry only, Alter. Scheißegal. Oh! Gott, ich hasse den Typ, ey. Ich habe bei Dark Souls nie so lange an den Boss gebraucht, glaube ich, oder? Doch, auch, habe ich auch. Das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Immer der zweite. Wirklich. Faszinierend. Yes! Einmal richtig gemacht, die Scheiße. Naja, ich bin hier, du Depp.
Weiß nicht, was da passiert ist. Keine Ahnung. Ich habe eigentlich richtig geparried gerade. Es ist einfach so. Man weiß. Ey, es ist einfach. Es ist einfach so schwer, Mann. Aber das Komische ist, das macht immer noch Bock. Es ist so seltsam gerade. Placeholder Cats 10 Subs verschenkt. Vielen Dank. Ey, es ist so weird. Das macht halt immer noch Bock. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin echt noch lange nicht an dem Frustrationspunkt angekommen, aus irgendeinem Grund. Da gab es schon Dark Souls 3 Gegner, da wäre ich jetzt schon längst so, okay Leute, lass mal beim nächsten Mal weitermachen. Ne? Ich bin so motiviert, dieses GG zu bekommen. Das ist vielleicht auch, weil es der erste Boss ist. Es ist ja der erste wirkliche Boss in dem Spiel. Ich freue mich einfach, ich freue mich einfach auf den fucking Moment. Ich hab den jetzt. Komm her, du Arschloch. Bin ich schon wieder geduckt? Nee, ich will nicht geduckt sein. Ich bin immer geduckt aus Versehen. Das ist scheiße gemacht von den Knöpfen her. Ich will nicht geduckt sein. Jetzt ohne Witz. Auf so einem Controller muss man außerautomatisch drückt man da drauf. Bin ich auch wieder der Einzige wahrscheinlich, der so denkt. Leute, es ist. Da drückt man halt drauf, wenn man halt verkrampft zockt. Komm ich immer auf das fucking geduckt sein. Muss es anfassen wie so eine fucking Vagina. Vorsichtig, mit viel Liebe, meine ich. Das ist kein guter Try, wissen wir alle, komm. Bin ich schon wieder geduckt? Ich bin geduckt. Ich stelle es aus, Leute. Ich stelle es für den Boss aus, glaube ich. Ja, ich sterb. Nee, ich sterb wirklich. Ich weiß, das sollte ich nicht machen. Egal, jetzt egal. Jetzt habe ich alles verloren. Ich stelle es aus. Das macht mich wahnsinnig. Ich komme die ganze Zeit ins Geduckte und danach können wir uns darum, wie ich das anders hinkriege. Das ist wirklich, das macht mich wahnsinnig. Die Kamera deswegen spinnt auch. Das habe ich jetzt ein paar Mal auch im Chat gelesen. Ihr habt auch recht. Aber es ist für mich völlig normal, dass wenn man diesen so intensiv benutzt, ja, dass man dann irgendwann halt darauf kommt, dass es so sich eindrückt. Das ist doch klar. Das passiert mir gerade die ganze Zeit. Menüpause, ja, weiß, okay, aber scheiß drauf. Es wird jetzt wahrscheinlich voll der Krampf, das wegzukriegen. Ja, kann ich das löschen? Nee, ne? Ja, frei. Ducken, aufstehen. Gut. Haben wir jetzt einfach mal gelöscht. Mal gucken. Scheiß drauf, nicht weiter Gedanken drüber machen. Jetzt wird es der Try sein. Deswegen. Und wenn es nur die Psyche ist. Und ich nehme noch so einen Kack, Konfekt. Ich bin richtig verbissen, auf jeden Fall, Alter. Ich will das, ich bin geil drauf. Und es ist, ich kenne mich selber. Ich glaube, einige Zuschauer jetzt auch mittlerweile, weil ich jetzt schon echt lange regelmäßig streame. Bei mir gibt es einen Unterschied zwischen frustriert und verbissen und ich bin gerade 100% verbissen. Ich hole mir so einen fucking Konfekt jetzt rein in den Korpus, Alter. Welcher war nochmal geil? Hör mir auf mit diesem verquerten Scheiß-Talk. Sag mir, was es macht einfach. Kurz und bündig. Gott, hasse ich das von From Software. Sag einfach in einem Satz, mach dich so und so und so geiler. Vitalitätsschaden. Nehme ich das. Das Rote ist besser, habe ich aber keinen mehr. Ich habe keinen Roten mehr. Das hatte ich auch schon mal. Ich nehme einfach das, mein Gott. Irgendwas wird schon bringen. Davon war ja schon 3 Stück. Egal, Mann. Einfach, und wenn es nur für die Psyche ist. Wir haben unser Gras dabei auch. Come on, Leute. Ich kann den Typen auch nicht mehr hören, ey. Ja, geil. Ja, geil. Geiler Start. We'll be right back.
Jetzt haut er ab! Das ist so ein Hurensohn! Der haut ab! Obwohl ich ihn schon hab! Das ist so fies gemacht! Habt ihr gesehen? Der haut ab! Ich hab ihn schon! Der haut ab! Meine Güte, ey! Ich nehm die göttliche Scheiße jetzt hier direkt. Come on, voller HP, Leute. Wo ist er? Ich seh ihn nicht! Ich seh ihn nicht! Gott, ich hab ihn nicht gesehen! Steh schneller auf, Mann! Nein, die Scheiße! Was macht man da? Und er macht zwei fucking tödliche Moves hintereinander. Ja, geil. Ja, Leute. Läuft. Was war das? Was war das? Nein, 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 nein. Okay. Ich hab Konfekt genommen und nicht das Ding. Ah. Dieses Spiel ist das schwierigste Spiel, was ich in meinem ganzen Leben jemals gespielt habe. Und ich habe Dark Souls 1 und Dark Souls 3 durchgespielt. Das war nur eine Notiz am Rande. Fuck me. Okay, also erstmal vielen, vielen lieben Dank an Stamini nochmal, der sowieso sehr viel supportet hat heute und nochmal fünf Community-Abos verschenkt hat. Leute, ich bin fertig mit den Nerven. Wie sehr muss das Timing stimmen bei diesem Scheiß-Boss, dass man den schafft? Mr. Mayonnaise, auch danke an dich. Auch fünf Subs verschenkt auf dem Kanal. Hammer, 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 Hammer. Danke, 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 danke. Conflex 89, ein Prime dagelassen, Adanos 1966, auch noch ein Prime dagelassen, Toasty Jojo, bam, Toasty Jojo ist einfach cool. Macht einen Toast, macht Jojo drauf, Toasty Jojo, Michaton, Moin Donny, 2 Monate schon Prime, Placeholder Cats 10, wie habe ich das übersehen? Placeholder Cats 10, Abos verschenkt auf dem Kanal, Mr. White hat glaube ich nochmal 10 oder sind jetzt die 10 von vorne, ich weiß es nicht, Hammer, vielen Dank. Und dann hat noch Peter Meffert, hat noch 14,20 Euro donated, GG. Und Woody Badehose hat 50 Euro donated. Ach Leute, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Außer danke, sonst wird's weird. Wirklich vielen Dank. Da lohnt sich der ganze Stress auf jeden Fall deutlich mehr, obwohl ich das glaube ich, mir den Stress auch privat gegeben hätte. Aber Ehrenleute. Peter, also wirklich, Leute, Woody, danke dir. Ich sehe dich auch. Ich nehme dich auch wahr im Chat oft und so. Support ist schon länger viel. Vielen Dank für 50 Euro. Hammer. Vielen lieben Dank. Daraus werde ich mir heute mindestens 1-2 Bier gönnen nach Feierabend. Aber es hat immer noch nicht Klick gemacht, natürlich. Wurde gerade gefragt, ob es Klick gemacht hat. Erstmal kurz gucken, Erinnerung. Ich habe die Erinnerung. Und ich habe jetzt 4 und wir gehen auf jeden Fall ein bisschen ums Upgraden. So, jetzt diesmal nicht wegklicken. Ich sehe euch, Chat. Hammer, ey, hammer cool. Ihr seid mega aktiv. Es hat Bock gemacht, trotzdem. Es ist so weird. Vielleicht muss ich kurz nicht erklären, sondern Talk-Modus gehen. Es ist, weil ich glaube, viele Leute interessiert ja auch, wie man das Spiel wahrnimmt.
Ich glaube, die meisten Zuschauer von dem Livestream, sowohl als auch vom YouTube-View, die sind, ich glaube, die Überzahl Leute sind quasi Leute, die es schon mal gespielt haben. Und vielleicht ist es ganz interessant. Mich interessiert sowas zum Beispiel immer. Also mal aus meiner Sicht ein kurzes Mini-Fazit, wie ich Sekiro wahrnehme. Ich glaube, meine ersten paar VODs sind quasi selbsterklärend, wie ich es wahrnehme. Ich glaube, ich hatte eine ziemlich steile Skillkurve. Wahrscheinlich auch so ein bisschen, weil ich halt am Ende auch ziemlich gut Dark Souls 3 gespielt habe und relativ schnell verstanden habe, sozusagen irgendwie bestimmte Knöpfe auf bestimmte schnelle Art und Weise zu klicken, whatever, keine Ahnung. Aber ihr habt es gemerkt, danach ging das bergab ohne Ende. Und ihr habt mich vorgewarnt, ich weiß es, ihr habt es alle gesagt, Dark Souls 3, tu dir selber einen Gefallen und vergiss dieses Spiel, sonst wirst du hier verkacken. Und das war die dritte Folge. So, und wie geht's mir jetzt? Das ist die Frage, die vielleicht interessant ist, ohne dass ich jetzt hier so einen riesen Abriss mache, wie es bisher dazu kam. Also dieser Gegner war offensichtlich, das wurde mir auch, glaube ich, jetzt erst in dieser Folge klar, dieser Boss. Und das wurde mir auch erst zum Ende, zu den letzten 20, 30 Tries, ich weiß gar nicht, wie viel ich gemacht habe, vielleicht übertreibe ich gerade, aber so den letzten 10, 20, sagen wir mal, Tries wurde mir klar erst, dass das halt offensichtlich ein Tutorial-Boss ist, eigentlich, ne? Und das macht mir ein bisschen Sorgen für das Spiel. Das will ich jetzt mal gleich aus dem Weg räumen, dass das mal klar ist. Dass ich mir so ein bisschen Sorgen mache, weil der schon so schwer war und ich kenne From Software und das ist halt einfach 100 Pro. Das ist so der Boss, der dich richtig erstmal challenged, so. Das machen die ja gerne so, Miyazaki macht die Spiele auch gerne so, das macht er auch bei den Dark Souls-Teilen. So, wo du eigentlich so denkst, das kann man gar nicht schaffen. Das geht ja gar nicht. Und du denkst, dir fehlt irgendwas. Aber nein, dir fehlt nichts. Dir fehlt doch was. Geduld und Moveset auswendig lernen. So, das mal zur Grundlage. Aber, das große Aber, und das ist, glaube ich, etwas, wo vielleicht Leute, die diese VODs und Streams mögen, ist ein Hoffnungsschimmer für euch. Es ist schon so, dass mir das gerade Spaß gemacht hat. Aus irgendeinem seltsamen Grund hat mir das gerade Spaß gemacht. Und ich meinte es ja auch vorhin schon, wer meine Streams verfolgt und vor allem, da gab es einige Bosse auch bei Dark Souls 3, ne? Ich erinnere mich da gerne, also die Ultras werden es kennen, ich nenne euch jetzt einfach mal Ultras. Ich glaube Aldrich und die, oh fucking, die zwei Prinze, Alter, die Princes. Wo ich dann wirklich halt irgendwie 2-Stunden-Folge gemacht habe, nur die, und dann wirklich auch am Ende hat man mir auch angemerkt, der hat keinen Bock mehr. Der hat wirklich keinen Bock mehr zu streamen, der hat keinen Bock mehr zu spielen, der will einfach jetzt mal Pause machen. Und ich hatte das heute nicht. Vielleicht auch Tagesform und so, aber ich hatte, Friede war auch so, aber Friede hat mich getriggert aus irgendeinem Grund, da hatte ich irgendwie immer Bock drauf. Ja, aber irgendwie, keine Ahnung. Das sind meine Gedanken auf jeden Fall zum Spiel bisher. Also es, was halt Bock macht, letzte bisschen isotonische Erdinger, das blaue Erdinger noch weg. Was, wo ich sagen muss, wo es heute Klick gemacht hat auf jeden Fall, also wirklich, das ist eigentlich ein kleinerer Klick, aber es hat auf jeden Fall Klick gemacht, ist, dass mir aufgefallen ist, habt ihr vielleicht auch gesehen, so am Anfang der Folge oder da, wo ich in diesen neuen Bereich gegangen bin, der so vor 3 Jahren spielt, dass so normale Gegner jetzt, das Level habe ich jetzt langsam, die sind so, okay, die check ich. Parier, R1, R1 parier, und das ist so ein Tanz irgendwie, so fühlt sich's an. Und das macht fast Bock. So, wohingegen bei Dark Souls ist oft so, diese fucking so Undead Burg, bei 1 oder beim dritten Teil, sage ich jetzt mal, da irgendwie, ja, diese ganzen Gegenden, wo eigentlich so du schon overpowered bist, aber diese Gegner da kommen, wo du die trotzdem nerven, mit ihrem Schild und dann so du warten musst und so. Das gefällt mir bisher ganz gut bei Sekiro, dass es tatsächlich Bock macht, die Leute so, weil das sieht auch so geil aus, diese Animation mit dem Todesstoß, von oben runter, mal von hinten und dann diesen Mikiri oder wie der heißt, den habe ich noch gar nicht so viel angewendet, aber von daher, ich glaube, ihr merkt schon, ich hoffe, ich labere euch jetzt nicht zu lange voll, aber ich glaube, es ist auch mal cool oder okay, sowas mal zu sagen, wenn man jetzt so ein bisschen Fazit zieht. Es hat noch nicht komplett Klick gemacht, aber ich werde auf jeden Fall hundertprozentig dieses Let's Play weitermachen und freue mich darüber, wenn ihr weiterhin einschaltet und da auch weiterhin auch Bock drauf habt, weil
Dark Souls ist, hat einen riesen Platz in meinem Herzen, vor allem der dritte Teil. Den werde ich immer weitermachen auf meinem Stream. Und da habe ich auch Cinders Mod noch vor mir. Also das haben ein paar Leute von der Community gesagt. Ich will auch nochmal mit meinem Mage vielleicht nochmal durchzocken und so. Und hier ein bisschen streamen und Fragen beantworten und chillig spielen. Aber dieses Spiel habe ich jetzt für mich beschlossen. Ich weiß nicht, ob ich es durchspiele, aber ich will auf jeden Fall weiter das Spiel erkunden. Weil ich habe es schon jetzt so langsam gecheckt. Es ist sehr viel Parry, es ist sehr, sehr viel Angreifen. Es ist zum Beispiel auch, was ich gerade bei dem Boss krass fand, dass er gestaggert wurde ein paar Mal, wo ich nicht genau weiß, okay, wann wird ein Gegner gestaggert. Und ich hoffe einfach mal, dass man jetzt noch Waffen upgraden kann oder andere Waffe bekommt, weil das natürlich so die Dark Souls-Sachen sind, die einem am besten gefallen. Ne? Also so ein geiles Kackschwert dann austauschen gegen so ein Riesenschwert. Aber es macht Bock. Und ich glaube, ich habe heute auch die richtigen, den Weg gefunden oder wir gemeinsam so, hey, wir machen mal so, dass wir mal nochmal rangehen. Nochmal, halt, stopp. Jetzt lass einfach mal vom Tempel nochmal den ganzen Weg gehen, nochmal die ganzen Gegenden ablaufen, mal gucken, wie wir uns entwickelt haben. Und es hat sich ausgezahlt. Und von daher geht es auf jeden Fall am Samstag weiter, wenn ihr mögt. Es kann auch sein, dass es Sonntag wird. Ich werde es aber im Discord auf jeden Fall ankündigen. Deswegen werde ich heute noch nichts ankündigen. Heute ist ja Donnerstag. Ich werde es spätestens Freitag ankündigen, ob ich den nächsten Stream am Samstag oder Sonntag mache. Und wir gehen jetzt auch nochmal rein kurz. Das war jetzt das lange Labersegment. Aber ich musste das mal kurz loswerden, so ein bisschen meine Gedanken dazu, weil ich glaube, das ist vielleicht auch interessant für Leute, die das schon mal gespielt haben. Aber Fazit ist, es ist wirklich schwer. Ist ohne Scheiß. Und ich weiß, man sagt ja immer schwer im Sinne von, ja, wenn mir heutzutage Leute sagen, die spielen Dark Souls nicht weiter, weil es zu schwer ist. Original, mein Satz ist so, ich bin mittlerweile übrigens der Typ auf der Party. Ich bin der Typ mittlerweile. Der bin ich jetzt. Der Leute auf der Party in der Ecke voll labert von Dark Souls, wie geil es doch ist und dass es ausprobieren soll. Wo ich immer der war, der voll gelabert worden bin davon. Ich immer so, ja, ist nicht mein Spiel, lass mich in Ruhe. Nee, wirklich, ist echt so. Nee, wenn du es einmal Klick machen und so, ja, okay, ist gut. Nee, ist echt, wirklich, nee, wirklich so geil, Donny, wirklich, es wird so. Ja, okay, sorry, ich geh mal in die Küche, da sind die Mädels. So. Mittlerweile bin ich der Typ! Ja, nee, wirklich so, aber halt die Mädels so hier so. Ja, ist echt so. Ja. Inga und Svenja mögen es auch total gerne. Wir haben schon zusammen gezockt. Komm, küsst euch mal. Nee, okay, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also abgesehen von dem Gag mache ich das echt so. Ich bin echt so jemand, der ja Leute damit vorlabert. Und worauf ich hinaus will, und damit hat das Laber-Segment jetzt auch, ist jetzt auch gut, dass wenn mir Leute sagen, so Dark Souls ist zu schwer, dann sage ich denen wirklich halt so, ja, das wirkt so, aber das ist machbar, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Das ist eine kleine Notlüge, aber es ist halt auch nicht wirklich so schwer. Aber für mich Stand jetzt, wir gucken mal, wie es in 3 Monaten aussieht, aber Stand jetzt sage ich, Sekiro ist schwer. Wirklich. Gerade bei dem Pferd, vielleicht habt ihr es auch gesehen. Irgendwann habt ihr auch gemerkt, der hat diese 4er-Kombi, oder 5 sind es, glaube ich, die habe ich dann auch gut parieren können, weil natürlich, ihr guckt ja zu, ihr wisst ja, irgendwann checkt man, okay, er macht das, der ist schnell, also 1, 2, 3, so, und irgendwann checkst du, okay, ruhig bleiben, Dingsmann. Aber dann auf einmal wieder reitet er los, so eine aus dem Boden raus. Und dann bist du tot. Und das ist schwierig. Okay. Ja, das war die Laberstunde, aber ist ja auch mal schön. So, jetzt gucken wir noch kurz rein, was da noch geht, und dann ist für heute gut. Prothesenmodule verbessern. Gib dem Bildhauer den mechanischen Lauf, um Prothesenmodule zu verbessern zu können. Mechanischer Lauf heißt, verstehe ich das richtig? Ich habe jetzt gerade dadurch meinen Prothesenmann verbessert. Du kannst durch die Reisenoption mit einer Figur des Bildhauers aus oder mit dem Heimkehrfigur-Schnellobjekt direkt zum Bildhauer zurückkehren. Okay. Gut. Dann haben wir das. Was habe ich sonst noch? Oh, 1000 Punkte haben wir bekommen. Guck mal. Okay. Also, ich würde vorschlagen, damit wir auch uns alle freuen können, also damit meine ich auch mich auf die nächste Session, reise ich direkt zurück wo ist denn, ist nicht wie bei Dark Souls, dass hier auch dann quasi ein Bonfire auftaucht? Nee, ne? Doch, da hinten sehe ich es doch. Dass wir heute jetzt gar nicht weiter erforschen, sondern ich gehe direkt zurück und dann fangen wir bei der nächsten Session einfach direkt alles an mit Hochleveln und so weiter. Würde ich jetzt mal sagen, und dann gucken wir mal,
wie wir das ausgeben können am besten. Angriffskraft steigern. Die Option Angriffskraft verbessern wurde im Figur- und Bildhaus. Du kannst jetzt die Kampferinnerung stellen, um deine Angriffskraft zu steigern. Dadurch fügen deine Angriffe dir den Herd. Okay, das heißt, wir können geiler werden noch. Merkmann, danke dir für 2 Monate. Ich bin auch der Typ auf der Party. Ja, warte mal, welchen meinst du? Der die Leute voll labert wahrscheinlich. Kraut und Sprite hat noch einen Sub dagelassen. Nur ein Prank, 6 Monate schon. Glückwunsch, damit bist du weitergekommen als ein gewisser Mettler aus Emskirchen. Gut. Und Stameni hat nochmal 5 Subs verschenkt, glaube ich. Und Mayonnaise, wenn ich das nicht zum zweiten vorgelesen habe, egal. Nicht egal, cool, aber verzeiht mir, wenn ich es gerade verpeile. So, ich reiß einfach mal, einfach damit wir so einen kleinen Ruhepol haben hier. Und dann machen wir das alles nächste Mal. Dann steigt, das war's dann für heute. Dann gucken wir mal, was wir mit der ganzen Kohle machen und so. Und ja, das war's dann für heute. Sorry, ich hab mich verdient. Ja, schön, schön war's. Ich habe jetzt lang genug gelabert. Ich glaube, ich sag, sag jetzt einfach mal ciao. Und ja. Man sieht es mir an. Ich glaube, ich bin froh darüber, dass es so gelaufen ist heute. Ich hatte auch ein bisschen Schiss, weil mich das Spiel dann doch ein bisschen herausgefordert hat, zu mehr als ich dachte. Und jetzt macht es wieder Bock und jetzt freue ich mich auch auf die direkte nächste Session. Also, wenn ihr wissen wollt, wann ich zunächst mal streame, wie gesagt, ich weiß, ich wiederhole mich da gerne. Ich wiederhole mich, aber ich mache es trotzdem gerne. Discord, kommt da vorbei in den Channel Stream-Ankündigungen und die Leute werden euch da versichern. Ich bin da recht zuversichtlich, ich bin da eigentlich nicht nur recht, ich bin echt komplett bisher zuverlässig. Ich glaube, einmal habe ich erst einen Stream abgesagt. Und dann werde ich da ankündigen, wann ich dann... Aber jetzt kommt Faraz rein! Faraz hat es geratet. Guck mal, mit 200 Leuten. Faraz, my man! I'm just done! Thanks for the raid, bro! Viele Leute auf YouTube. Guck mal, habt ihr gesehen, wer mich gerade geratet hat? Faraz Khan. Checkt auf jeden Fall seinen YouTube-Content. Das ist ein richtig, einer der besten, ich würde sagen, einer der absolut Top 3 Dark Souls, beziehungsweise alle Souls-Spiele-Spieler der Welt. Guckt euch mal, sucht mal auf YouTube Faraz Khan, geschrieben F-A-R-A-A-Z-K-H-A-N, No Hit Run. Sucht das mal. Das sind Videos mit Millionen von Klicks, zurecht. Leider kommt er jetzt gerade erst rein, wo ich gerade gehe. Yo, dude, Faraz, thanks for the raid, man. Unfortunately, I'm just done with the stream, but still I appreciate it a lot. Thank you very much. If you're interested, I actually just managed to what's the guy's name on the horse? The first boss in Sekiro. Dude, man, that took me a while though, but I'm getting into it. I'm getting the whole rhythm kind of thing. Hey, let me ask you if you're there. I hope it doesn't go down, but in all the chat, but. Do you when you transitioned from Dark Souls games to Sekiro, did it piss you off kind of? Did it take you a long time because it's so different? Because I was kind of at that point the first 3 sessions I did. This is the 4th session, and now it's actually kind of made click. But I'd like to know, but because I don't know, it's just so different. Have to play different, focus on standing still rather than strafing. Yeah, that is exactly it. I do a lot of rolling. But anyway, yeah. Guy, I'm very grateful for your raid. As I said, unfortunately, we're just closing up here. I'll try to make another raid. But yeah, so appreciate it, man. Hope I can raid you back soon. Okay, Leute, sorry, das war kurz ein kleiner Twitch-Einblick auch an die YouTuber. Also er ist gerade hier im Chat und ist ein sehr netter Kerl. Und guckt unbedingt seinen Content an, wirklich. Also das auch die Leute, die vielleicht meine Dark Souls-Videos gesehen haben und die es vielleicht nicht so kennen und nicht so in dieser Szene, sag ich mal, drin sind. Faraz Khan macht echt, also das ist faszinierend, finde ich, was er macht. Also wirklich, der macht halt, der hat, ich glaube, Back-to-Back die ersten 3 Teile Dark Souls gespielt in einer Session und ist nicht einmal, nicht nur nicht gestorben, sondern halt nicht einmal getroffen worden. Und ich sag mal nur, okay. Ja,
Und so einer ist es. Und dazu ist er noch oben drauf. Sehr nett. Also, lasst ein Abo da, gerne auf dem Kanal hier bei YouTube. Twitch, ich bin gleich noch dran. Wir machen gleich noch einen kleinen Raid. Vielen Dank fürs Zugucken. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und ich bin jetzt raus aus YouTube. Und wie immer, fürs Schneiden.